Dieser Film ist einfach scheiße. Doch er macht Spaß und Durst auf Bier. Wir sprechen über Oldschool. Uns erwarten nackte Brüste, sowohl männliche als auch weibliche. Wir flitzen über den Campus. Wir sprechen über gefährliche Betäubungsmittel. Und wir tauchen ein in die bunte, geheimnisvolle, oft schräge Welt deutscher und amerikanischer Studentenverbindungen. Haltet euch am Papstbecken fest und zückt schon mal den Degen. Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred und ich habe mich hier eingefunden in unserem Verbindungshaus im Kack- und Sachstudio in Hamburg-Barmbek mit meinen wunderbaren Mitpodcastern. Zu meiner Rechten sitzt am Tisch wie immer Tobi. Wunderschönen guten Tag. Außerdem zu meiner Linken der Richard. Sozialistische Grüße, guten Tag. Ja, Leute. Prost! Heute ist Tag der deutschen Bierchen. Einheit. Ja, stimmt. Prost. Ja. Zuprosten. Prost. Prost. Ja. Cheers. Oh Gott, ist das gut. Dieses Zeug ist so gut. Hast du es erstmal an den Lippen? Ist das Zeug so cool. Nochmal nach. Fred the Tank. Fred the Tank. Fred the Tank. Ja, und ja, das ist ein Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft. Die sind Anfang 30 da in dem ja, Film. Ja, ich weiß. Das ich ist weiß, keine Zukunft, das ist schon passiert. Ja. Und wir haben ja gerade wieder einen Lauf an interessanten Gästen und wir haben uns auch heute einen super spannenden, interessanten Gast geholt. Wir dachten uns, wenn wir über einen super stumpfen Film sprechen, der das Party machen und volllaufen lassen thematisiert, holen wir uns einen Drehbuchautoren. Er ist professioneller, freischaffender Drehbuchautor. Herzlich willkommen hier bei uns aus Berlin, der Joe. Hallo. Hallo, ja. Schauen wir mal, was ich da beizutragen habe als Drehbuchautor zu diesem Film. Leute, die bei Steady unseren Premium-Kanal hören, die kennen dich schon, weil wir haben letzte Woche da eine Folge veröffentlicht, wo wir mit dir über die schönen und auch düsteren Seiten des Drehbuchautorenseins gesprochen haben in unserem Format Shady Business. Die Leiden des jungen Schreibers. Ja. Die Leiden des jungen Schreibers. Und wir haben dich jetzt nochmal verhaftet, um über den Film Oldschool zu sprechen. Wie findest du das, Joe? Dass ich zu diesem Film eingeladen wurde, finde ich schön. Vielleicht ist auch ein bisschen mehr die Expertise, die ich mitbringe, die Erfahrung im Bier trinken. Auf jeden Fall. Die hier mit reinfließt. Aber ich freue mich. Du bist ja auch da, weil du Expertise auf dem Bereich der Studentenverbindungen hast. Ach so. Da sprechen wir später noch drüber, weil du für ein ZDF-Projekt, das du gerade als Autor gemacht hast, die Miniserie Füchse, die läuft ab 15. Oktober, glaube ich. Ab 12. in der Mediathek. Ab 12. Oktober im ZDF. Und da sprechen wir später noch drüber, Leute. Mhm. Ja. Habt ihr eine Verbindung gegründet? Nee, aber eine Firma. Entschuldigung. Tobi. Ja. Du bist die Nummer 1, Tobi. Du bist die Nummer 1. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde. Ja, ist Schlangenlinien Lichtjahre durchs All geflogen und landet jetzt bei uns. Wie würdest du einem Alien erklären, was ist der Film Oldschool? Ein Film von Anfang 30-Jährigen gemacht, die gerne nochmal einen Teenie-Film machen wollen? Nee, also Oldschool ist ein US-amerikanischer Spielfilm von mit und durch Todd Phillips. Wer denkt, den Namen habe ich schon mal gehört, kommen wir gleich nochmal zu. In dem es darum geht, dass eine Gruppe von Anfang 30-Jährigen unglücklichen Herren über Umstände eine Studentenverbindung gründen und sich volllaufen lassen. Schön. Diese versuchen, am Leben zu halten. Das ist ziemlich genau die Handlung dieses Films. Ja. Joe, du hattest den Film ja gar nicht gekannt vorher. Ich wurde von euch gezwungen, ja. Also wir haben gesagt, wir sprechen mit dir über diesen Film, auch weil das gut zu unserem späteren Thema passt. Für dich als Profi-Drehbuchautor. Kriege ich jetzt die Richard-Frage, ist das ein guter Film? Ist das ein guter Film? Naja, also einen guten Film würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war in Teilen auch, ich bin ja jemand, ich sehe oft Dinge ambivalent und ich fand, der hat auch schon
Der hat mich auch in Teilen positiv überrascht. Es gibt auch viele solche Highschool- oder College-Komödien, die noch deutlich schlechter sind, aber ich finde, er hat schon auch so seine Probleme, über die wir noch reden können. Richard irritiert mich gerade komplett, dass er bei diesem Film kein Bier trinkt, sondern Wein aus einem richtigen Weinglas, aus so einem Kelch. Ich dachte mir, wenn wir heute über Kultur reden, weißt du, dann Richard, muss das mal sein. Oldschool, ist das ein guter Film? Ist Oldschool ein guter Film? Also, ich meine, der hat eine IMDb-Bewertung von 7,0. Also, ja, ja, und, auch und Rotten Tomatoes, ich glaube 60 zu 86 oder so. Aber ist Oldschool ein guter Film? Ich würde sagen, wenn ich so auf meinen Wein gucke, er ist wie ein guter Wein, der, je älter er wird, durch einen Gartenschlauch gesoffen, nur noch besser wird. Ja. Naja, ist Oldschool ein guter Film? Nein, absolut nicht. Aber ich bin nicht umhin gekommen, auch selber zu sagen, also ich glaube, euch ging es genauso, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Doch, ich habe phasenweise schon echt gelacht. Also ich kann da gar nicht objektiv dran gehen. Ich mag den, obwohl der Stulle ist, aber den gucke ich gerne. Ja, also ich glaube, die Story, kommen wir ja gleich nochmal zu, wenn Fritz zusammenfasst, auch wenn ich mich frage, wieso wir das überhaupt machen. Die ist total dödelig, die ist einfach nur blöd. Der Film ist halt im Prinzip ein Ensemble-Film, dieses sogenannte Frat Pack, kommen wir ja gleich bestimmt noch mal zu. Und davon lebt der halt. Ne? Das sind halt lustige Sprüche von dämlichen Schauspielern. Also ich habe auch überlegt, wenn ich was Positives sagen würde, dann sind es wirklich die Figuren. Also ich finde, funktioniert schon, dass diese drei Jungs, Männer, wie auch immer, dass die einem irgendwie ein bisschen sympathisch sind. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich bei so einem Film. Und das irgendwie funktioniert. Und ich finde, er sieht auch nicht so schlecht aus. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Und da ist vielleicht auch ein Todd Phillips so, der sieht auch nicht aus wie die Standard Billig-Comedy, so, der hat so ein bisschen schon so einen Look wie so ein Independent-Film, bisschen im positiven Sinne. Weil die ja auch, Todd Phillips ist der Meister der Filmkopierer, kann man nicht anders sagen, der sich einen Film nimmt, der ernsthaft mal war oder ist, und dann macht er einfach sein eigenes Ding mit diesem Grundkonzept, weil Oldschool sollte, oder ist angelegt, und er hat auch ganz viele Beats davon halt drin, ist eine Parodie auf Fight Club. Ja. War? Der Film ist eine Parodie auf Fight Club? Klar, wo die im Restaurant sitzen und essen. Der Pate isst alles aufs Haus. Diese ganze Nummer mit, dass sie da Shenanigans, also diese ihre Streiche halt machen mit diesen, mit den Strumpfhosen, die sie sich überziehen und so. Da sind ganz, ganz viele Beats draus geklaut und auch diese Kellerszene mit dem Gleitmittel und so. Das ist alles aus Fight Club. Das ist alles aus Fight Club geklaut. Genau wie Joker Taxi Driver ist, nur mit einer anderen Figur. Wow, okay, das kam jetzt überraschend. Für mich auch. Also da bin ich jetzt auf die Analyse dann gespannt. Hey, was heißt Analyse? Also nee, aber das ist Todd Phillips so Ding. Das ist sein Ding. Der nimmt sich einen bekannten Film und macht seinen eigenen Blödsinn draus. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, Todd Phillips kennen wir heute als den Regisseur von Joker. Kannte man vor 10 Jahren als den Regisseur von Hangover. Ja, und der Urschleim ist halt, er hat besoffene, nackte Will Ferrells inszeniert bei Oldschool. Also wenn man ihm jetzt zurechnen möchte, wie Richard es gerade sagte, der Meister des Kopierens, der Meister, der uns Joker gebracht hat. Nee, der hat besoffene Teenie-Komödien mit Anfang 30-Jährigen gedreht. Der hat später besoffene Teenie-Komödien mit Anfang 30-Jährigen gedreht. Ich glaub, und dann hat er einmal den Joker gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das kam auch so ironisch rüber, wie es gemeint war. Nee, aber der ist halt super gut darin, bekannte Sachen zu kopieren. Ich glaube, Hangover, ich weiß nicht mehr, worauf es basiert, aber das ist auch wieder eine 1:1 Filmkopie. Also das, wofür auch Tarantino berühmt ist, sich was nehmen, was schon da war, und sein eigenes Ding draus machen. Ich kann jetzt schon mal die Hoffnung nehmen, dass wir vom Film Hangover heute keine Rieseninterpretation machen, Hangover haben wir schon gemacht. Der gleiche Regisseur. Die Hoffnung kann ich schon mal nehmen, dass wir da heute keine riesen verkopfte Interpretation machen, sondern wir nutzen den Film als Vehikel, wie wir das schon oft getan haben, um über ein noch spannenderes Thema zu sprechen. Aber das muss man sich mal reintun. Der Regisseur, den wir für den Joaquin Phoenix Joker kennen, Todd Phillips, hat diesen Film gemacht. Ich persönlich, ich finde den Film Oldschool, ich finde den richtig shit. Ich finde den richtig mies. Ich finde ihn nur sehenswert und es wert, sich daran zu erinnern, wegen der Darstellung von Will Ferrell als Frank the Tank. War ja auch sein Durchbruch. Ich finde nur deswegen
eigentlich nur wegen dieser Szene am Pool, kommen wir gleich dazu, finde ich diesen Film nicht vergessenswert. Der Film ist aus dem Jahr 2003. Ist eine Komödie, wie schon gesagt, über drei Männer in der Midlife-Crisis, die eine Studentenverbindung gründen. Und der Film ist noch so ein Ausläufer der Welle, der Filmwelle der American Pie-artigen. Ja. Wir haben ja in unserer Folge 149 im November 2020 über die American Pie-Reihe gesprochen. Und dass diese Filme so eine richtige Welle an Kopien nach sich zogen. Mhm. Und Old School ist im Prinzip noch so ein Ausläufer. Es ist einer von diesen Filmen. Ich muss sagen, ja. Fritz hat es gerade gesagt, 2003 kam der ins Kino, da war ich 13. Ich habe mich auch nur in den Film gesetzt, weil, ehrlich gesagt, ich wollte ein paar Möpse sehen. Ja, ich glaub, ich habe den auch im Kino gesehen. Verfickte Scheiße. Da kam dieser Trailer raus mit dieser Frank the Tank Alter, Pool-Szene. Alter, 18, ja. Ja, ich war da 18, da kam dieser Trailer raus mit Will Ferrell als Frank the Tank an dem Pool, mehr dazu gleich. Und wir wussten, wir müssen den Film sehen. Ja, damals waren wir leicht zu begeistern. Ja, ey, ging mir ganz genauso. Ich habe im Kino gesehen, ich habe nicht eine Sekunde bereut, den im Kino gesehen zu haben. Der war geil. Ganz genau so. Also damals. Ja, ganz genauso. Ist auch so schön, wenn man ihn sieht, wenn man nochmal daran erinnert wird, so einfachere Zeiten, wie oft auch die Hauptfigur in dem Film hier von Luke Wilson gespielt, ja. Dem langweiligsten Schauspieler auf diesem Planeten. Definitiv, aber wie oft er halt auch einfach ein Haus kaufen kann oder umziehen kann und dann das machen kann und dann das machen kann. Es waren einfachere, finanziellere Zeiten. Er mietet das Haus, er kauft es nicht. Aber ja, es ist halt komplett Banane. Übrigens, Joe, wenn du zwischen Tobi und Richard oder mich mal, wenn du was zu sagen hast, möchte, heb einfach die Hand. Ja, das noch sind wir ja in dem Park, wo wir unter uns sind. Ja, Leute. Ich würde tatsächlich direkt mit der Handlung des Films loslegen, dass wir hier ein bisschen unser Getriebe auf Touren kriegen. Oh, bitte, erheitere uns in zwei Sätzen. Ja, die wird jetzt auch nicht so ausladend. Also, es geht um diese drei Freunde, Mitch, Frank und Bernard. Mitch, Luke Wilson, ist ein Immobilienanwalt und so der Normale von den dreien. Und der trennt sich von seiner Freundin, weil sie im Haus heimlich Rudelbumsen veranstaltet hat, Swingerpartys. Und der ist halt so der okaye Typ von den dreien, ne? Ja. Er ist halt so die, also er ist keine Jungfrau, aber er ist so dieses Figurentrope der unschuldigen Jungfrau. Ja, er ist so der Saubermann. Er ist halt eine Figur oder eine Figurenart, die wir Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr, sehr häufig gesehen haben. Er ist halt der Ted Mosby. Er ist so der langweilige Dude unter schrägen Vögeln. Ja, er ist so eine Projektionsfläche, oder? Also als Zuschauer gehst du halt am ehesten mit ihm mit, aber spannend ist es deswegen nicht. Ja. Dann gibt es Bernard, Vince Vaughn. Oh Gott. Der ist Chef. Hasst Vince Vaughn. Ich auch. Der ist Chef von einem großen Lautsprechergeschäft und der steht zwar mit beiden Beinen im Leben, hat zwei Kinder und ist verheiratet mit Carrie Heffernan. Hasst aber sein Leben als Familienvater und er ist super ehrgeizig darin, wilde Partys zu veranstalten. Er hat auch sein Speaker City aufgebaut, obwohl er kaum lesen kann. Ja, Mann. Er hat 6 Filialen, macht einen Haufen Kohle, 3,5 Millionen im Jahr. Jedenfalls von dem die Steuer weiß. Ja. Und dann gibt's noch Frank, Will Ferrell, unser aller Spiritual Animal. Der ist so der gutmütige Teddybär. Oh Gott, ey. Er hat gerade frisch geheiratet und steht ganz schön unter den Pantoffeln seiner Frau. Er ist ein super harmloser und lieber Typ, hat aber eine dunkle Seite. Denn wenn Bier seine Lippen benetzt, verwandelt er sich in sein alter Ego, Frank the Tank, zieht sich nackt aus und will flitzen. Also Moment, ein großer Dude in den 30ern, der, wenn er besoffen ist, ständig nackt rumhängt. Locken hat. Kennt keiner von uns hier im Podcast. Der plötzlich halt irgendwie mit dem Mikro halt einen Auftritt crasht und sagt, wir gehen jetzt flitzen! Ja, das kennt man ziemlich nicht. Genau Freds 30. Geburtstag. Ja. Überraschung, also ich wurde schon oft mit der Rolle verglichen, Fred the Tank. Das war auch halt wirklich an der Stelle im Film, wo er ja da nackt alleine flitzen geht und sich seine Frau ihn aufgabelt und seine erste Frage ist, Schatz, ob Kentucky Fried Chicken noch auf hat? Ja, okay, Fred, alles klar. Ja, es ist Fred. Es ist Figur. Einfach Fred, ja. So, und Joe, diese Figurenkonstellation dieser drei Freaks, die findest du als Drehbuchautor interessant? Naja, also. Sie sind quasi alle drei Citizen Kane. Also wollen wir mir auch nichts in den Mund legen, ne? Aber ich finde schon, dass die ein Stück weit einfach funktionieren. Und also, wie gesagt, das ist ja keine große Filmkunst, das haben wir uns ja jetzt schon, glaube ich, drauf geeinigt. Ja. Aber ich habe ja gemeint, also die Dramaturgie finde ich jetzt nicht, dass die
heraussticht, dass die gut funktioniert. Ich finde auch ehrlich gesagt, sorry, ich habe den damals nicht im Kino gesehen, vielleicht ist das ein bisschen die Nostalgie, ich fand den jetzt auch nicht so krass lustig, ehrlich gesagt. Also klar, der hat seine Momente, aber es ist jetzt nicht super, du liegst nicht durchgehend am Boden, finde ich. Nee, gar nicht. Und da fand ich tatsächlich die Figuren irgendwie, da habe ich noch am ehesten mitgefühlt. So. Ich finde auch diese Vince Vaughn-Figur eigentlich ganz interessant, so die ja die ganze Zeit die größten Sprüche klopft und ihn da am Traualtar noch reinquatscht und ihm von der das ausreden will, dass er jetzt das Ja-Wort gibt. Und am Ende zieht er halt am ehesten den Schwanz ein und aus den hinter den großen Sprüchen ist nichts dahinter. So. Mhm. Und er ist eigentlich die treueste, liebste Seele wahrscheinlich. Gut, da gehen wir jetzt auch nicht so in die Tiefe bei dem Film, aber das ist so ein bisschen das, was ich in ihm gesehen habe, was ich ganz interessant fand. So, das meinte ich einfach, dass wenn man irgendwie was positiv bewerten will, dann finde ich, sind schon irgendwie die drei Jungs. Ja. Alter, wir wollten nur saufen und Filmzitate bringen und lachen. Sorry. Was soll denn das? Das war's aber jetzt auch schon. Mehr tiefe Analyse. Du bist die Nummer eins, Blue. Du bist die Nummer eins. So, der frisch getrennte Mitch braucht jetzt eine neue Unterkunft und mietet ein Haus auf dem Campus einer Universität. Und dort wollen die drei Freunde wilde Partys schmeißen und das tun sie auch bei ihrer ersten großen. Leute, bitte korrigiert mich nur, wenn es unbedingt sein muss, damit diese Handlungszusammenfassung nicht viel länger wird. Okay, sorry, Alter. Zwei von denen wollen eine Party schmeißen, nicht der Besitzer des Hauses. Richtig, ja. Der muss erst überredet werden, ja. Naja, nur überfahren damit. Ein riesiges Thema wird auch nicht draus gemacht. So ist bei ihrer ersten großen Sause tritt Snoop Dogg auf. Mitch hat Sex mit einer Minderjährigen. Und Frank lässt sich volllaufen und wird zu Frank the Tank. Er flitzt allein durch die Stadt und blamiert sich vor seiner Frau. Junge, bei dir klingt ja bei dir, als wäre das voll der kritische Film. So, die haben da halt eine Hausparty und der Mitch schläft mit einer, was er denkt, einem volljährigen Mädel und erfährt dann am nächsten Tag, dass das auch noch die Tochter von seinem Chef ist. Ja. Was und übrigens, sie ist 17 und wird irgendwie sie ist kurz vorm Highschool-Abschluss. Wie alt sie ist, erfahren wir nicht. Ah, okay, ja, gut. Ja, dann war's so. Sie ist übrigens zum Drehzeitpunkt 20 gewesen, ist Alicia Cuthbert. Kennen wir zum Beispiel dann aus The Girl Next Door und so. Ah, aber korrigiert mich, also vielleicht habe ich den Film auch nicht richtig mir gemerkt, aber da passiert auch überhaupt nichts mehr damit, oder? Also, dass er mit der gepennt hat, ist vollkommen egal. Gar nicht, nur dass Mitch halt später vor seiner eigentlichen Flamme als Weirdo dasteht. Genau. Richtig. That's it. Ja, genau. So, und dann gibt es die legendäre Szene des Films, schon in der ersten Hälfte, beim Kindergeburtstag im Garten vor dem Haus, schießt sich Frank aus Versehen einen Pfeil mit Betäubungsmittel in den Hals und randaliert als sabberndes Elend durch diesen Garten. Super. Mit einem geilen Auftritt. Also da habe ich dann auch gelacht. So ist nicht. Mit einem geilen Cameo von Sean William Scott, der mal in einem Interview beschrieben hat, dass die Szene so unfassbar schwierig war zu spielen, weil Will Ferrell permanent durchimprovisiert hat und er die ganze Zeit die Szene geschmissen hat, weil er selber so lachen musste, weil er auch so geile Pausen hatte, weil er sitzt dann da. Sie sind verrückt. Ja. Sie sind verrückt. Und er meinte, dass es gibt nur so offstage, gibt es noch so ganz viele Aufnahmen, wo so mittendrin, als er schon was sagen wollte, so, ich mag dich, aber. Irgendwie bist du verrückt. Mir geht's nicht gut. Der schießt sich ja mit diesem Pfeil mit dem Betäubungsmittel in den Hals, ey. Und dass Sean William Scott, also Stifler, da auftritt, war zu der Zeit, glaube ich, voll die Sensation. Ja. Ey, und dieser Dialog, der ist so saudumm. Der schießt sich diesen Pfeil rein. Tsch. Ja, das ist ja abgefahren. Was? Das ging voll in die Halsschlagader, Mann. Ja. Oh mein Gott, schadet einem das? Zieh das raus, der Scheiß ist voll uncool. Warten Sie. Dann kommt schon dieser Drogeneffekt, dass die Stimme runtergeht. Was rausziehen? Den Pfeil, Mann! Du hast dir einen beschissenen Pfeil in den Hals gejagt. Sie sind ja verrückt. Sie sind okay. Aber ganz verrückt. Ich bin müde. Ich leg mich einen Moment hin. Das ist der Dialog. Ich fand ihn so geil, dass er halt eine Betäubungswaffe da hat, weil der Typ, den Sean William Scott spielt, ist halt so klassischer Redneck, ne, mit so einem Truckerbart und so einem Fukuhila. Ja. Und dann natürlich einen Pony da hat und dann sagt, er hat die gefährlichste oder die effektivste Betäubungshandwaffe auf dem Markt, falls diese wilden Bestien hier ausflippen. Ja, das sind so Zwergponys, das sind ja nicht mal Ponys, das sind Zwergponys. Ja, Mann. Ja.
Und nach diesem, das ist, eigentlich ist das eine Szene, die auch kaum Auswirkungen hat auf den Film. Wie die meisten. Keine Szene hat Auswirkungen auf diesen Film. Alter, das ist so geil, wie er da über die Tische fällt und drüber torkelt. In den frühen 2000ern war das cineastisch, das war spektakulär für so eine Teenie-Komödie. Irre. Ja. Das ist halt alles Charakter-Exposition, ne? Du erfährst mehr über Tank. Über Frank the Tank. Frank the Tank. Weil er hat ja dann noch so ein Delirium, wo er am Strand ist und seine Verlobte ihm ja dann noch Erdbeeren. Seine Frau ja ihm Erdbeeren gibt zu essen und er ja noch eigentlich ja die Intention hat, mit ihr wieder zusammenzukommen, so richtig, ne? Und er dann wiederbelebt werden soll und halt in seinem Traum dem Typen, also eigentlich seiner Frau die Zunge in den Hals steckt, aber dann das Sean William Scott halt macht und ihn deswegen wieder ins Wasser kickt. Ja, da erfährt man sehr viel über die Figur Frank the Tank. Ja, es geht richtig deep, da. Ja, volle Pulle. Ja, richtig. Und homophob, wie das Kino der frühen 2000er war, muss natürlich unbedingt noch der Gag kommen, dass er sich halber erbricht, weil er gerade einem Mann eine Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben hat. Um ihn mit den Worten Schwuchtel wieder in den Becken zurückzukippen. Also ja, schwierig. Über Homophobie bei dem Film sprechen wir vielleicht lieber heute nicht. Ja. Ja, und der Hauptkonflikt ist, dass der Dekan der Uni, der Chef, auftaucht. Und das ist halt deren alter Kindheitsfeind. Stinker. Natürlich. Stinker. Stinker. Ja. Dekan Pratchett. Und der will dieses Haus einziehen, um das für die Uni zu nutzen. Und der Ausweg, damit sie dieses Haus weiterhin benutzen können, ist, dass sie Teil der Uni werden. Sprich, sie gründen eine Studentenverbindung, um offiziell zu werden. Und sie rekrutieren einen Haufen Weirdos, ein Haufen weirder Leute, die sie allerlei seltsamen Tests und Herausforderungen unterziehen, wie man das halt in einer richtigen Studentenverbindung macht. Ey, wie geil ist bitte die Szene, wo die mit diesem, ich würde jetzt sagen, VW T3, also mit so einem einfachen Reisebus halt irgendwie, da losziehen, über den Campus schmettern, zu Master of Puppets und einen nach dem anderen da halt irgendwie einkassieren. War ich super geil. Ja, aber absolut nichts Neues. Haben wir schon tausendmal gesehen, aber ja. Der hat innerhalb der Story des Films hat das überhaupt gar keinen Sinn. Weil die hätten die ja auch alle anrufen können. Die wollten ja mitmachen. Die wollten die Show. Nee, wollte gerade sagen, auf dem Campus geht's nur darum, wie du halt gesehen wirst. Das ist reine PR. Du musst drastische Sachen machen, um als drastisch zu gelten. Ja, dann gibt's noch einen zweiten Handlungsstrang. Der dreht sich drum, dass Mitch mit seiner Jugendliebe Nicole anbandelt. Das ist Ellen Pompeo, 2 Jahre, bevor sie mit Grey's Anatomy weltberühmt wurde. Ja. Eine der irrelevantesten Figuren der Filmgeschichte scheinbar. Oder also, vermutlich. Also hier in dem Film. Ja, Grey's Anatomy. Nein, nicht Grey's Anatomy. Also auch, ja, ein bisschen vielleicht. Aber da hat sie ja noch eine Daseinsberechtigung. Also die Figur. Ja. Aber die Figur ist einfach die, wie heißt sie, Sarah oder so? Nicole. Die ist sowas von scheißegal. Ja, also absolut vorhersehbar, oder? Also in dem Moment, in dem die auftaucht, ist ja klar. Na, wie vor. Richtig. Bier trinken und Spaß haben. Nee, aber trotzdem. Ja, du hast ja recht. Also das war wirklich hardcore. Also du siehst diese Szene, wie sie dann da, glaube ich, das erste Mal auch vor diesem Verbindungshaus steht. Und ich dachte ja sogar noch, die ziehen am Ende gemeinsam in dieses Verbindungshaus ein. Aber ich meine, also, dass dann am Ende ein Paar draus wird. Ja, vor allem, es ist ja sogar noch dümmer, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber wenn wir schon mal in der Technik dieser Geschichte sind, es ist ja wirklich so maximal dämlich. Da kommt dann ja noch diese Nummer raus, auf dieser Geburtstagsparty halt eben von dem Sohn von Vince Vaughn, das, also wo Frank the Tank sich so vorlaufen lässt mit dem Betäubungsmittel. dass ihr Freund, also der Freund dieser Nicole, dass der halt irgendwie rumbumst, weil der da so eine Kellnerin begrapscht und so, und dann erzählt dieser Freund dann Scheiße über Matt, über Mitch, also der Hauptfigur, dass er da irgendwelche Leute befummelt, bla bla bla. Es wird so ein Riesenkonflikt aufgebaut, der nicht aufgelöst wird. Das ist einfach scheißegal. Sie kommt am Ende des Films an und sagt, ja, der Typ war ein Arsch. Lass uns zusammen sein. That's it. Yep. So, weißt du, dieses, so, als hätten sie eine Idee für eine Story gehabt und mittendrin gedacht, ah nee, komm, die ist scheiße. Einfachere Zeiten. Ja. Im weiteren Verlauf des Films stirbt dann das älteste Verbindungsmitglied, weil er beim Schleimkampf, also beim Schlammcatchen mit Gleitgel einen Herzinfarkt kriegt, als er Titten sieht. Zu seinem Geburtstag, ja. Blue. Ja. Ich habe mich so für den Darsteller gefreut und dann fällt er einfach um, so bevor es losgeht. Ja. Frank trennt sich von seiner Frau, weil sie nicht mit seinem alter Ego Frank the Tank klarkommt. Man muss dazu sagen, sie trennt sich von ihm. Richtig. Sagen, das muss ja gossipmäßig richtig schon klar gehen. Richtig. Es entbrennt ein Rechtsstreit mit der Uni.
Mitch aktiviert seine ganzen Anwaltskollegen, um die Uni zu foppen, weil seine Anwaltskollegen aus seiner Layman-Kanzlei wollen auch alle unbedingt saufen und in dieser Verbindung mitmachen. Und dabei wachsen Mitch dann endlich mal Eier. Ja, und da gibt's einen lustigen Fun-Fact, der mir in der Recherche in Anführungszeichen jetzt in dem Film, um die Ecke gekommen ist, nämlich einer seiner Arbeitskollegen, der Schauspieler heißt Matt Walsh und die Figur heißt Walsh. Und in Hangover kommt der Typ auch vor, heißt logischerweise immer noch Matt Walsh, weil der Typ so heißt, und die Figur heißt Dr. Walsh. Ja, so. Ach, ich guck da jetzt mal während beim Joker und so rein, vielleicht hat Todd Phillips so seinen eigenen Running Gag, dass er einen Kumpel hat, der Walsh heißt und alle Figuren von ihm heißen Walsh. Witzig, dass du sagst, Todd Phillips hat tatsächlich mit einer seiner Figuren Running Gag, nämlich es ist in fast jedem Todd Phillips Film, ich glaube bei Joker ist er nicht drin, aber bei allen anderen, gibt's ja immer diesen einen Typen mit dieser Lockenfriese und diesem Schnauzer und dieser Brille. Mhm. Ist auch bei Oldschool jetzt mit drin, der noch fragt, ist hier der Rudelbums, ne? Mhm. Ah, ja. Den hast du auch bei Hangover drin, ist der Typ, der gerade noch jemanden im Fahrstuhl halt geleckt hat und in anderen Filmen halt auch, wo er jemandem die Füße abschnüffelt und so eine Sachen. Das ist seine eigene Rolle und die heißt auch immer, steht auch in den Credits drin, ist Mr. Creepy. Geil. Ach geil. Hier, es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, dass Hangover und Oldschool im selben Universum spielen. Das ist nämlich The Dan Band. Bei der Hochzeit bei Oldschool, genauso wie bei der Hochzeit bei Hangover, gibt es diesen Sänger, der so witzig ist, weil er wie ein ganz normaler Dude aussieht, aber so mega leidenschaftlich diese Popsongs da auf der Bühne präsentiert. Ja. Diese Band gibt's wirklich. The Dan Band von einem amerikanischen Komiker und die machen genau solche. Ach so, die gibt's wirklich, die Band. Der macht genau solche Performances. Dachte ich mir sofort beim Oldschool nochmal gucken, ey, das ist doch dieser Sänger, den kenne ich doch aus Hangover. Ja. Das ist auch irgendwie. Ich fand's so geil, ich hab den Film gestern Abend mit Ramona geguckt. Die hatte zwei Anmerkungen. Erstens, als Vince Vaughn, Snoop Dogg angekündigt hat mit mein Freund und euer Superstar. Und Ramona sitzt da, wie alt ist der Film? Als Snoop Dogg als Superstar bezeichnet wurde. Und bei dem Sänger, als die Dan Band anfing, guckte sie mir an und meinte, ist das schräg, dass die Stimme mich geil macht? Ich so, bitte was? Ich so, ja, hör da mal hin. Der klingt total geil, wenn man nicht hinguckt. Ja, Mann. Ja, das ist auch, irgendein Kritiker hat er auch geschrieben, Vince Vaughn, weil das war so einer seiner, der hat ja tatsächlich vorher eher dramatischere Filme gemacht, ne, und so romantische Filme teilweise. Ja, sowas wie Dodgeball. Das kam ja alles hinterher. Das war ja, Oldschool war ja Vince Vaughns Einstieg in diese ganzen komischen Alltagssituations-Comedy-Filme. Und irgendein Kritiker hat auch geschrieben, weil kurz danach hat er Wedding Crasher gemacht. Mhm. Und ist tatsächlich die Kirche, in der Frank the Tank heiratet, ist die gleiche Kirche, in der die Opening-Scene von Wedding Crasher gedreht wurde. Und die schrieben dann halt nur rein, nur so, ja, Vince Vaughn hat's weit gebracht. Gleiche Kirche, anderer Wilson-Bruder. Geil. Ja. Weil da war es nicht Luke Wilson, sondern Owen Wilson. Das ist bestimmt so eine Kirche irgendwo in so einem Vorort von L.A., die jedes fucking Wochenende gebucht ist für irgendeinen Dreh, weil die so klischeehaft aussieht. Ja, ja. Ja, und um ihre Verbindung zu rechtfertigen, also der Konflikt ist ja, dass dieser Stinker, der Bösewicht, der will unbedingt, dass diese Verbindung aufgelöst wird, weil die offensichtlich fake ist. Und die Verbindung versucht, sich selbst zu rechtfertigen, dass die echt sind und dass die anerkannt werden. So. Und die müssen jetzt allerlei Unitests absolvieren. Also die Leute da müssen reale Unitests absolvieren und auch so andere seltsame Sporttests. Ach, das ist so komisch und konstruiert. Super, müssen wir müssen dann so Cheerleading präsentieren oder so rhythmische Bodengymnastik zeigen und so praktisch dann diese Verbindung rechtfertigen. Das ist komplett weird. Als ob in jeder Verbindung jemand ist, der Bock springen kann. Dann hast du einen anderen, der dieses Seil tanzt, was ich sowieso nie verstanden habe, dieses komische Ami-Ding mit diesem Stock, mit diesem Band dran. Mhm. Ich wusste sogar mal, wie das heißt. Aber jetzt wieder rhythmische Bodengymnastik, glaube ich. Rhythmische Bodengymnastik, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber ja. Ja, aber ist das nicht nur ein Feld in der rhythmischen Bodengymnastik? Ist ja auch scheißegal. Diese Nummer mit diesem behinderten Band an diesem behinderten Stab und dann tanzt du dazu zu irgendwelchen alten, schnulzigen Popsongs und drehst dieses Band in den Kreis. Will Ferrell macht das ja großartig, wo ich mich frage, ja, ist das jetzt schwer,
Es ist ein scheiß Kreis. Niemand interessiert sich dafür, wie du dich bewegst. Und okay. Geht ja immer nur. Ich hasse dieses Ich sehe schon die Zuschriften. Will Ferrell hat die Szene auch komplett improvisiert, weil eigentlich sollte Luke Wilson die machen. Der hatte aber vorher so einen beschissenen Drehtag, dass er gesagt hat, mach da nicht. Und Will Ferrell direkt gesagt hat, komm, ich mach da. Aber das ist doch eine klassische Will Ferrell-Szene. Also. Absolut. Ja, und der macht das auch wirklich nicht schlecht. Ich meine, meine Vergleiche sind aus anderen Teenie-Filmen, wo dann die professionellen Mädels, die das ultra drauf haben, genau die gleichen Bewegungen machen wie Will Ferrell. Also, fickt euch. Oh, Shitstorm der rhythmische Bodengymnastik-Community incoming. Mit diesem Ding. Tobi. Es gibt ja auch noch Röhnrad und so ein Zeug, das ist super geil. Aber diese Nummer mit diesem scheiß Band. Echt, bei Röhnrad ziehst du die hier? Ich finde ja Röhnrad total weird. Ich finde, ja, Röhnrad ist mega weird und deswegen liebe ich's. Ich finde es total cool. Erstmal ist es mega beeindruckend, ich hing mal in so einem Teil. Ja. Da drin auch noch Moves zu machen, also meinen größten Respekt. Also, das ist halt was anderes als so ein Band an einer Schnur rumzuwirbeln. Ich bin da eher ein Turmspringmann. Richard, ja, finde ich auch arschgeil. Habe ich mir früher sogar immer angeguckt. Ich gucke das heute noch. Ja, manchmal gucke ich es auch noch, aber es ist mir zu steril geworden. Die machen alle immer nur das genau Gleiche. Ich könnte mich stundenlang kaputt lachen über das Wort Röhnrad. Röhnrad, das klingt doch, als ob du besoffen bist, Alter. Ich hab mal so eine Röhnrad-Veranstaltung gefilmt. Das war eine wilde Veranstaltung, ey. Überall Röhnräder. Ich komme fast aus der Rhön, aber ich habe keine Ahnung, warum das Röhnrad heißt. Ich bin heißt. Besoffen mit dem Fahrrad in die Rhön gefahren. Aber das ist so dieser typische Will Ferrell-Humor, dass er irgendwas extrem Peinliches und Albernes mit so 150% Hingabe und Passion macht, ne? Ja, voll geil. Aber das macht er auch gut. Ja, und nach all diesen überhaupt gar nicht konstruierten Wendungen und nicht an den Haaren herbeigezogenen Prüfungen schaffen es die Jungs dann am Ende, ihre Studentenverbindung zu rechtfertigen. Und die Juniors, also die Füchse, dürfen an der Uni bleiben. Und sie schlagen auch den fiesen Dekan, denn sie können ihn der Bestechung überführen. Ist auch einer der ersten Filmauftritte, glaube ich, wo ich sie jedenfalls so richtig mal wahrgenommen habe, von Simon Helberg, ne? Hier Wolowitz. Ja, genau. Ja. Richtig, ja. Howard Wolowitz spielte als junger Kerl mit, als Fuchs in der Studentenverbindung, als Junior. Ja. Mitch und Nicole, Scott Wilson und Meredith Grey finden natürlich zueinander. Luke Wilson. Ich komme schon völlig durcheinander mit den nichtssagenden Namen. Mitch und Bernard, also Vince Vaughn und Frank the Tank. Bullshit. Mitch und Bernard, also Luke Wilson und Vince Vaughn, kehren in ihr normales Leben zurück. Frank the Tank, aber unser Held des Films, bleibt als Chef der Verbindung im Haus und arbeitet als cooler Uni-Radiomoderator und wird am Ende noch zur Swingerparty eingeladen. Er ist zurück. Ja, und das war das cineastische Meisterwerk Old School. Tja, Typen, die viel zu alt sind, aber es trotzdem noch drauf haben. Anfang 30, Alter. So viel für älter als dieses, die anderen sind die gar nicht. Für dieses Unileben, halt für das, was die da halt machen wollen. Die werden ja auch, ey, geiler Opi, zu Luke Wilson, der, weißt du, irgendwie 10 Jahre älter ist als der Typ, der das brüllt. Aber gut, lass mir gefallen. Ja, die haben echte Jobs, damit sind die raus aus der Szene. Man muss sagen, allesamt, also alle Schauspieler und Schauspielerinnen in diesem Film haben später Besseres gemacht, inklusive des Regisseurs. Außer Will Ferrell vielleicht, der bleibt sicher treu. Weil der ist lustig, weil er laut ist. Ja, aber ich weiß nicht, ne? Lea Remini, okay, man kann jetzt darüber streiten, ob King of Queens geiler oder nicht ist, aber weißt du, Luke Wilson mit seinen ganzen Wes Anderson-Filmen hat geilere Sachen gemacht. Vince Vaughn war bei True Detective in der zweiten Staffel. Luke Wilson hat Wes Anderson-Filme gemacht oder meinst du Owen Wilson sein? Nee, Bruder? Luke Wilson, zum Beispiel Royal Tenenbaums ist der die Hauptfigur. Echt? Oh. Ja. Den ich ja den geilsten Wes Anderson-Film finde, aber auch das gibt wahrscheinlich Post. Wollte ich sagen hier, ne? Ellen Pompeo hatten wir vorhin. Juliette Lewis zum Beispiel hat ja jetzt hier bei Yellow Jackets unfassbar geil gespielt. Ja, und hier spielt sie nur die fickgeile Ex-Freundin von Luke Wilson und so. Also das ist schon krass. Mhm. Da sind eine Menge Talente in diesem Film, aber niemand, wirklich niemand, nicht mal die Hauptfigur, kann irgendwas ausspielen. Weil es nur um Saufen und Tippenbilder geht. Ja. Jetzt sind wir durch die Handlungszusammenfassung echt sehr gehetzt gerade. Boah, ich glaube, wir waren noch nie so früh mit der Handlungszusammenfassung durch. Das überrascht mich wenig. Also die haben wir schon jetzt fast zu detailliert. Also die haben wir jetzt sehr kurz gelassen, weil das macht keinen Sinn. Aber der Film. Ja, du hast vollkommen recht, muss man gesehen haben. Ja, ja. So, Joe, ist das der klassische Midlife-Crisis-Film?
Ist das ein Thema, das dich berührt? Du bist jetzt auch schon Mitte 30, Alter. Ja, vielleicht ist auch das der Grund, warum ich die Figuren so ganz ansprechend fand, mit denen identifizieren konnte. Ja, aber es wird halt nichts gemacht aus den Themen, ne? Also es dient irgendwie so als Hintergrund für so eine Aneinanderreihung von Szenen, haben wir ja jetzt schon gehört. Deswegen, ich glaube, da gibt's bessere Filme, wenn man das Thema Midlife Crisis irgendwie, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Aber ja, genau. Ja, der Film hat aber trotzdem Kultstatus. Oh. Ist das so? Ja. Also der wurde in Europa nicht so, aber in Amerika wird er richtig abgefeiert. Also bei uns in der Schule damals auch. Oldschool war schon so ein Film, den musstest du gesehen haben. Okay. Ja. Wurde ironischerweise ein bisschen abgelöst von Hangover. Weil der funktioniert ja fast genau gleich, was die Figurenkonstellation angeht. Voll. Das wollte ich gerade sagen. Also Bradley Cooper und Vince Vaughn, das ist die gleiche Figur. Das ist derselbe Regisseur. Ja. Der Film ist doch ein Prototyp. Der ist doch ein Hangover-Prototyp. Das war sein erster Versuch, bevor er mit Hangover das Ding dann richtig eingetütet hat. Genau wie Tenet, der James Bond-Demo-Film ist für Chris Nolan. Der hat den nur gemacht, als ich kann einen James-Bond-Film machen, meiner Meinung. Deiner Meinung nach. Guckt sich okay. So, ja. Nee, aber also wenn du jetzt Hangover und Oldschool miteinander vergleichst, dann hast du wirklich fast die gleichen Figurenkonstellationen. Du hast hier Frank the Tank, weißt du, unser Zahnarzt bei Hangover, ich weiß gar nicht mehr, wer da heißt, der die komplett irreste Nacht erlebt, obwohl er aus so einer ganz, ganz braven Dings kommt. Du hast Bradley Cooper und Vince Vaughn. Genau die gleiche Figur. Immer der snarky Typ, der cool ist und alles im Griff hat, obwohl er selber voll verplant ist. Nee, und vor allem eine Familie und so weiter alles hat. Stimmt, ne? Ja. Also, und der das so ehrgeizig plant. Genau, der halt geil darauf ist, den durch die anderen sein schwanzgesteuertes Leben zu durchleben. Mhm. So, ne? Also er bringt alle anderen dazu, Mist zu bauen, weil er kann's nicht mehr. Genau. So, ne? Stimmt. Genau das Gleiche. Und dann hast du Luke Wilson, so der langweilige Typ. Bei Hangover ist er sogar so weit gegangen, den langweiligsten Typen von allen aus dem Film rauszunehmen, weil er der ist, der verschwindet. Ja. Und nur die Weirdos die Hauptrollen spielen. Na gut, bei Hangover hast du ja dann noch den Ober-Weirdo Zach Galifianakis. Ja, genau, da ist er dann noch ein Level drauf. Ich wollte gerade sagen, dass halt Will Ferrell die Hälfte von dem und sehr viel bärtiger, aber ja, ist die gleiche Figur im Prinzip. Ja, also ich sehe den Will Ferrell eher als ja, vielleicht so abgespalten, ne? So der eine Teil von der Will Ferrell-Figur ist zu dem Zahnarzt geworden und der andere Teil zu das, was auch immer Zach Galifianakis da sein soll. Rausgedampft. Aber ich glaube, das ist doch auch so ein bisschen also der Grund, warum dann am Ende Hangover trotzdem besser funktioniert, weil der halt dann doch weitergeht. Also, und weil er die langweilige im Figur Grunde rausgenommen hat. Ist der Oldschool auch so ein Stück weit, also so ein bisschen bieder, oder? Also, was heißt bieder? Aber der könnte wirklich noch weitergehen, um wirklich geil zu sein dann. Überleg mal, die krassen Sachen, die wir da sehen, ist ein Schlammcatchen. Ja. Gleitgelcatchen. Schleimcatchen. Obwohl ich mich ehrlich gesagt wirklich frage, wie sich das anfühlt. Das macht bestimmt Laune. Ey, das war, jetzt können wir es ja mal sagen, das war eine Idee zu Freds JGA halt damals. Ja, nee, wirklich, bevor Corona-Ausbruch und alles mögliche war, gab es wirklich die Idee, Lagerhalle mieten und wir machen so eine mehrere Stationen mit solchen Sachen. Und da war eine Idee, war auch ein Kinderbecken mit entweder Pudding oder mit Gleitgel zu füllen und du musst kämpfen gegen uns. Ja. Das fühlt sich bestimmt voll vorzugsweise an. So voll mit Gleitgel, so in so einem Pool rumzumatschen irgendwie, das fühlt sich schon voll witzig an. Nee, aber weißt du, wenn du das mit anderen Filmen vergleichst, was bei Hangover zum Beispiel passiert, ne, irgendwelche Tigernummern, bla bla bla, Zähne ausgeschlagen, das Vollprogramm, also die einzelnen Steps sind einfach ein ganzes Level über dem. Ja, und das fehlt, glaube ich. Ja. Also das ist einfach nicht mutig genug dann am Ende, ne? Nö. Es verkackt ja sogar zu Filmen aus der gleichen Zeit, also selbst American Pie, die krassen Szenen waren krasser als bei Oldboy. Ja. Oldschool. Ja. Die bei Oldboy waren das auch stimmt. Krasser. Was ist denn hier los? Ah, krass. Ja, irgendwie kann man sich mit diesen Figuren aber doch identifizieren. So, damals war ich 18, als ich den Film gesehen habe. Also überhaupt nicht in der Lebenssituation dieser Leute. Heute kann ich das sehr viel besser verstehen. So, ja, du bist halt verheiratet. Du stehst schon irgendwie mit beiden Beinen im Leben. Du hast vielleicht sogar schon Kinder. Du hast Verpflichtungen. So, aber irgendwie
Hast du das Gefühl, dass es da noch was anderes gibt und du trauerst zu deinen alten Tagen nach mit den Jungs? Gut, Tobi, Richard und ich leben das ja hier im Kack- und Sachstudio. Also bei uns steht hier auch so ein Planschbecken mit Gleitgel drin. Ich wollte gerade sagen, die Hausparty, die sie da schmeißen, die erste, das erinnert mich sehr an die erste Tour. Ja. Die Realität sieht doch überhaupt nicht so aus, dass Richard Fred über den Schreibtisch hinwegwinkt und sagt, kannst du mal einen Drucker anmachen? Ja. Ich erinnere mich auch, ich habe auch mit einem Schwarzen geredet. Ich habe ihn Snoop Dogg genannt, aber ich glaube, er hieß Bob. Und er war weiß. Aber er hat gekifft. Ja, irgendwie ein Thema, mit dem man sich doch identifizieren kann. Ich versuche krampfhaft gerade irgendwie noch was rauszupressen aus diesem Film, ne? Ja, ich finde es super witzig, dass Frank the Tank einfach du bist. Das ist einfach sau witzig. Ja. Also ich fand es ja super spannend, dass ihr alle den als Teenies spannend fandet, obwohl ja, also ist ja auch die Frage, was ist die Zielgruppe dieses Films, ne? Also das so ist eine verdammt gute Frage. Ja, Mann. Das ist eine gute Frage. Weil, also von der Machart her, klar, Teenies irgendwie, ja. American Pie und so weiter, aber von dem Thema her ja überhaupt nicht. Also dass ihr da alles so drauf abgefahren seid als 15- bis 18-Jährige. Ja, man und war noch, jetzt gerade sitzen wir hier als über 30-Jährige und denken uns, ja gut, das Thema passt so, auch wenn der Film scheiße ist, aber das Thema ist spannend. So irgendwie, glaube ich, hängt der so fest zwischen zwei unterschiedlichen Zielgruppen und das kommt irgendwie nicht zusammen, habe ich den Eindruck. Damals hatte der Film ganz andere Ambitionen an mich auch als Zielgruppe. Wie gesagt, ich bin in diesen Film gegangen, weil Titten. Ja. Und das hat er geliebt. Ja, vor allem eine Blödelkomödie halt. Einfach nur irgendwelche abgefahrenen, krassen Sachen halt irgendwie sehen. Ich habe das teilweise natürlich auch alles nicht verstanden. Heute jetzt mit über 30 gucke ich mir den an und denk mir halt auch so, ja doch, auf so einer ähnlichen Party war ich auch schon mal. Ja, und also, da würde ich schon ganz gerne mal wieder hin zurück, ja. Also so diesen Melancholie-Effekt, den dieser Film so ein bisschen auslösen wollte, fühle ich so, ne? Also voll. Frank the Tank, der da draußen, oder Franklin, der draußen sitzt und an seinem Auto rumschraubt, während seine Frau versucht, ein normales Leben mit ihm zu führen. Sie ist ja coolerweise nicht so diese dämliche Hausdrachenfigur, sondern eine ganz normale Person. Mhm. So die Szene kann ich voll nachvollziehen. So sie will was Normales machen und er will halt so weiter so tun, als wäre er immer noch 20. Ja, das ist. Ne? Das ist zwar eine gute Szene, aber. Das ist aber halt auch so dieses amerikanische Thema immer, dieses Wegsterben der Individuen, sobald die gesettelt sind oder in so einen Vorort halt auch irgendwie ziehen. Also Haus, Hof, Kind, Hund. Diese vor allem, ganze dass Nummer. Eine Hochzeit alles ändert. Ganz genau, dass eine Hochzeit alles ändert, weil, wie gesagt, da kommt einfach kein gesunder Staat bei raus, wenn du ihn mit christlichen Fundamentalisten gründest. So, es ist nun mal Amerikas Geschichte hier und da. Aber halt auch so, ja, dass jemand wie Frank. Ja, hier noch Bundesland? Dass jemand wie Frank halt so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil er sich einem Bild hingibt, so muss jetzt jemand sein, der verheiratet ist und selber für sich erkennt, so ist er eigentlich gar nicht. Er will lieber Frank the Tank sein, in vollen Zügen. So. Ja. Ob es ihn umbringt oder nicht. Ja, beziehungsweise, ich glaube, ein goldener Mittelweg hätte es für ihn auch getan. Ja, ich meine, das ist ja auch wieder so ein behaupteter Konflikt, oder? Ich meine, ja, also warum kann er nicht beides sein? So, er hat ja so nicht mal rumgefügelt. Gut, er rennt einmal nackt durch die Stadt, aber come on. Offensichtlich war er seiner Frau gegenüber nicht ehrlich, weil sie will ja, dass er einen Teil seiner Persönlichkeit ja abstellt, nämlich Frank the Tank. Ja, das ist interessant. Frank the Tank ist überhaupt die interessanteste Figur in diesem Film natürlich. Frank the Tank ist die einzig interessante Figur in diesem Film. Gott sagen, wie weil interessant am Ende, ist Mitch. Der heißt Mitch, der hat nicht interessant zu sein. Weil er ist ja hat ja eine gespaltene Persönlichkeit am Anfang des Films. Identitätsstörung. Ja, und eine gespaltene Persönlichkeit, er ist zwei Persönlichkeiten in einer Figur, in einem Menschen. Und am Ende des Films schafft er das ja zu vereinen, weil da sitzt er nüchtern im Radiostudio und sagt, hier ist Frank the Tank. Am Ende hat er es geschafft, Frank und Frank the Tank zu vereinen. Aber das hat er zu Beginn des Films auch schon geschafft. Zu Beginn des Films, wo der gerade verheiratet ist, besagte Szene. Seine Frau kommt raus und will ein bisschen normale Dinge besprechen. Da verstehen sie sich ja auch noch. Also da ist noch nicht wirklich ein Anflug von tatsächlicher Kriselei. Man kann nur erahnen, wo es hingeht. Aber er schraubt dann nüchtern an seiner Karre rum oder trinkt, glaube ich, ein Bier oder so und führt irgendwie ein gutes Leben. So, alles ist in Ordnung. Es wird erst scheiße, als er anfängt zu trichtern, wie so ein Wahnsinniger. Und dann halt komplett besoffen ist. Ja, und sie aber normal Bier trinken und ein Auto rumschrauben war ja nicht das Problem. Nee, aber sie ja dann noch erkennt, weil sie will ja, als er an dem Auto rumschraubt, redet sie ja noch auch mit ihm mit der Intention, hey, du, auf einer Party, ist das so eine gute Idee? Ja. Weil Frank the Tank und er noch sagt, nein, die Zeiten liegen lange, lange hinter mir. Und sie ja dann die Trennung vorschlägt, weil er das offensichtlich noch nicht abgelegt hat. Ja.
und sie an einem, in ihrem Leben an einem anderen Punkt ist als er. Boah, jetzt wird's deep, ne? Und sie an, in ihrem Leben an einem anderen Punkt ist als er. Und ja, halt diese Nicht-Akzeptanz dessen, dass Frank the Tank ein Teil von ihm halt auch einfach ist. Und er akzeptiert das dann aber irgendwann, weil er versucht es ja auch einfach zu verdrängen. Genau, und er akzeptiert es am Ende, aber ist halt so emotional, der ist ja nicht wirklich gereift, sondern der hat das, was er ist mit sich zufrieden. War zu Beginn des Films jetzt, nicht in seiner Vergangenheit, sondern zu Beginn des Films, was er da war, ist er am Ende auch wieder nur alleinstehend und akzeptierend, dass er den Namen Frank the Tank in der Öffentlichkeit ruhig nutzen kann. Aber er tut das Gleiche wie vorher. Er macht Dinge, worauf er Bock hat. Da ist es jetzt Rockmusik. Am Anfang war es an Autos rumschrauben. Und das nur halb besoffen. Aber das ist ja auch wieder, was du vorhin auch meintest, diese amerikanische Spießigkeit, oder? Also, weil Beziehung mit einer Frau geht scheinbar nur, wenn du dieses Party-Ding ablegst. Das ist ja das, was am Ende die Conclusio aus dem ganzen Film ist. Ich meine, hier unsere Hauptfigur, die wird am Ende brav so und der kriegt die Frau, der kriegt die Familie, sehr amerikanisch so. Mhm. Unser Frank the Tank ist am Ende Frank the Tank, aber alleine, ne? Und das finde ich, das kann man auch mal, das ist schon, ist eigentlich eine mega sexistische Botschaft. So, ja, hey, wenn und du dir, mega spießig auch. Wenn, ne? Ja, super spießig, super sexistisch, wenn du dir eine Frau ans Bein bindest. Dann ist dein Leben vorbei. Hm. Leute, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein kleines Real-Life-Problem momentan habe, weil es wurde sich ja jetzt schon lustig gemacht, dass ich Fred the Tank bin und weil ich sehe Will Ferrell auch tatsächlich ein kleines bisschen ähnlich und wenn es nur die Haare sind. Ich bin ja jetzt Vater geworden vor ein paar Monaten und ich habe echt starken Schlafentzug tatsächlich seit 1-2 Tagen, weil es gerade wieder etwas schwieriger ist. Und ich habe 2 kleine Bier getrunken und ich fühle mich sehr betrunken tatsächlich gerade. Fred the Tank. Und wenn es okay ist für euch. Gehen wir flitzen? Wenn es okay ist für euch, Leute, dann gehen wir jetzt flitzen, verdammt der Scheiße nochmal. Oh, nee. Habt ihr Bock zu flitzen? Nee. So, zusammen, wir vier, wir gehen jetzt im Studio rum und dann, wir ziehen uns einfach jetzt aus, Leute, kommen mit. Alle kommen mit. Alle gehen mit und wir gehen flitzen rund ums Studio. Wir kommen gleich. Gehen wir schon gleich. Mal vor, genau. Gehen wir schon mal vor. Wie oft passiert das so in der Woche hier? Jeden Dienstag. Ich würde sagen, häufiger als uns lieb ist, das hören die Hörer jetzt dann immer nicht so. Aber ja, seit Fred Vater geworden ist, ist es mehr geworden. Sagen wir so, es ist extremer geworden. Man kann sagen, viel war es schon immer, aber es ist schlimmer geworden. Übrigens. Und wie war die Tour? Boah, ich muss pissen, Alter. Kentucky Fried Chicken. Wir haben hier bei Freddy ums Eck ist ja sein Chicken Spot, ist ja sein Alma Mater. Bei mir um die Ecke habe ich so einen KFC-Klon, den ich liebe. Ich esse da zwar nur selten, auch weil, Leute. Als die Figur meinte, hat Kentucky Fried Chicken noch offen, musste ich so lachen, weil ich halt mir dachte, so, das war auch ein Grund, warum ich den Film halt mag, war wirklich dieses, ja. Diese Abende mit Fritz gab's viel zu häufig, wo er nackt war und gefragt hat, ob KFC noch auf hat. Was wolltest du gerade? Erinnert ihr euch an die Nummer mit der Pizza Urknall, wo ich eine Lebensmittelvergiftung hatte und tagelang nur geschissen habe? Ich habe schon öfter davon gehört, auf jeden Fall. Joe, als Hörer kennst du das? Ja. Ey, und es gibt diesen KFC-Klon bei mir im Viertel Chicken Spot. Und die sind echt räudig, Mann. Die machen so richtig schmierige, fettige Chicken Wings. Die sind arschgeil. Und die sind auch geil. Ich habe bei Chicken Spot auch mal gegessen. Ich fand die Pizza, glaube ich, immer geil, ehrlich gesagt. Ja, die zerstören deinen Arschloch. Und ich esse dann nur noch selten, weil ich weiß, wie ungesund das ist, nur noch so alle paar Monate. Und das vorletzte Mal, als ich da gegessen habe, hatte ich auch Durchfall. Und es ging mir einen Tag nicht so gut. Und meine Frau Nina macht sich immer mega über mich lustig. So, wenn ich dann auch nur andeute, dass ich Bock hätte auf so Chicken-Kram, macht sie immer so Anspielungen, ob ich eine Windel brauche. Und so eine Scheiße. Ja. Bis man irgendwann mal nicht mehr auseinanderhalten kann, ob dein Sohn oder du ins Bett geschissen hast. Ja, Mann. Ja, noch ist das witzig. Ja. Noch ist das witzig. Ich weiß. Ja, wir gehen ja mit Fred auf Tour. Noch ist das witzig, ich weiß. Aber ich muss sagen, als Ramona und ich den gestern geguckt haben, hat sie irgendwann auch, ich sag mal, Zweifel an der Hochzeitsgeschichte bekommen. Weil sie genau das hat auch auf sich zukommen sehen. Weil ich halt die ganze Zeit, ich musste halt immer nur lachen, wenn Frank the Tank was sagt, ne? Tobi auch immer dann am Wochenende einen Tanktop mit einem Bier und einem Scully auf dem Kopf, also hier so ein Kopftuch hat an seiner fetten Maschine rumschraubt. Also meiner Playstation, aber ja, also das ist, sie hatte da schon echt Zukunftsängste, vor allem dann auch mit Blick auf Fred.
Und ihr hängt den ganzen Tag miteinander rum und ich immer so, ja, kann ich voll nachvollziehen, was der gerade sagt. Und sie immer so einen richtig entsetzten Blick in meine Richtung. Naja. Geil. Na, wenigstens kann ich mich einmal die Woche hier bei den Podcast-Aufnahmen völlig ungeniert ausleben. Leute, bevor wir zu richtig ernsten Themen kommen, Saufen rund um dieses ganze Verbindungsding, ja, Mann, Presssaufen. Ich habe tatsächlich, um wenigstens alibimäßig noch ein kleines Science-Thema reinzukriegen, mich informiert über Alkoholismus. Über Alkoholismus auch, das tue ich seit 7 Jahren in diesem Podcast. Fangen wir immer bei Seite 1 an. Diese Tranquilizer-Gun. Ich wusste es, das ist Kack und Sach, da habe ich drauf gewartet. Ey, diese Pistole mit dem Betäubungsmittel, die sich Frank the Tank da in die Halsschlagader ballert. Sie sind ja verrückt. Solche Waffen, das ist jetzt keine große Überraschung, die gibt's wirklich. Klar. So, sowas wird benutzt, um wilde gefährliche Tiere zu betäuben. Man weiß auch Ace Ventura. Oh, Dartguns werden die genannt von den Leuten, die sowas kaufen. So Pfeilpistolen. Meistens sind das eher Gewehre. Es wird in dem Film nicht gesagt, was da für ein Medikament drin ist. Ich habe mich gefragt, ist das realistisch, wie dieses Medikament wirkt bei Frank the Tank? Weil der wird so schläfrig high und dann stolpert er da über die Tische. Und es gibt eine es gibt eine mega krasse Palette an Medikamenten, die da drin sein könnten. Relativ gängig ist zum Beispiel Chlorpromazin, das auch tatsächlich interessanterweise genutzt wird als Psychopharmakon. Hm. Das ist übrigens das Singular von Psychopharmaka. Konfetto. Da dieses, es gibt eine ganze Latte von Medikamenten, die du da benutzen kannst. Latte. Auch je nach Tierart tatsächlich. Da das explizit diese Dartgun hier im Film als das stärkste Ding auf dem Markt bezeichnet wird. Er sagt ja, er hat das extra in Mexiko gekauft. Denn alle krassen Dinge kommen aus, aus Mexiko. Von welchem Markt redet er dann? So, welcher Markt? Der Weltmarkt. Wenn es in Mexiko... Ja, wäre das ein deutscher Film, hätte er das in Tschechien oder Polen gekauft. Ja. So das Klischee halt. Und es könnte sein, dass es sich da um Carfentanyl handelt, das genutzt wird, um Elefanten zu betäuben. Er sagt auch, das Ding schlägt die Haut eines Nashorns. Fentanyl nicht das, was San Francisco gerade zur Zombie-Stadt macht? Das kann sein. Das ist ein synthetisches Opiat, tatsächlich auch als Straßendroge und unter anderem unter dem Namen Grey Death konsumiert wird. Dann ist das glaube ich, das Fentanyl, was so derbe tödlich auch ist, weil irgendwie bei nicht mal 2 Gramm oder so es schon tödlich ist. Oder so. Also, egal was da drin ist, die allermeisten dieser Tierbetäubungsmittel in diesen Dartguns sind mega starke Opioide. Also das, was wir Menschen kriegen, wenn wir irgendwie im Krankenhaus sind und wir haben Schmerzen oder so, oder was gezeigt wird in so Drogenserien wie, wie hieß sie? Serien jetzt? Drugsick? Dopesick? Dopesick. Die voll sind, geil. Also diese Opiate, die zu so richtigen Epidemien in den USA und so weiter sorgen, das sind noch gar nicht die krassesten Dinge, die es gibt. Es gibt da so im Schrank des Chemikers und Apothekers noch viel krankere Sachen, noch viel heftigere Dinge. Und die finden zum Beispiel in diesen Mitteln einen Satz, die große Tiere betäuben sollen. Das sind mega potente Mittel. Ja, ist so schwierig, so einen Elefanten halt mit der bloßen Faust zu knockouten. Ja, so, Mann, kann das Chuck Norris. Ultra krasse Opiate. Ein Wal eine knallen, das habe ich gemacht. Nee. Tatsächlich wird die Wirkung dieses Betäubungspfeils im Film, in dem dusseligen Film Old School, erstaunlich realistisch gezeigt. In den meisten Filmen ist es nämlich so, du kriegst den Pfeil rein, oft durch so ein Blasrohr. Die volle Ladung. oft kriegst du das ja im Dschungel durch so ein Blasrohr rein. Ne? Klar. Ja. Und da ist es immer so, die Leute kippen sofort um. Ja. Und so funktioniert das in der Realität nicht. So, in der Realität ist es genau wie im Film Old School. Du kriegst es rein und du merkst langsam im Verlauf von Sekunden bis Minuten, dass du schläfrig wirst und high wirst und langsam umkippst. Und die Dosierung, also keine Überraschung jetzt, die Dosierung von solchen Mitteln ist mega schwer. Du musst den Sweet Spot finden zwischen mir schläft nur der Arm ein und ich sterbe an Herzversagen. Ja.
Ja, und er hat ja offenbar auch in die Halsschlagader direkt getroffen. Natürlich durch Zufall. Genau. Ja, stell mir vor, das macht auch einen Unterschied, oder? Also, ja. Da gab es auch reale Fälle, wo, das war jetzt erst vor ein, zwei Jahren, wo es in den USA, wo einem Tierpfleger das wirklich passiert ist. Oh, so. Und der hat's überlebt, aber er musste ins Krankenhaus, weil er durch das Mittel eine extreme allergische Reaktion hatte. Ja. Aber so eine Scheiße ist mega gefährlich, Mann. Wenn du da die falsche Dosierung abkriegst, fährt dein Herz runter, fährt dein Kreislauf runter und du stirbst an Herzversagen. Und Frank the Tank hat hier offenbar den Sweet Spot bekommen, weil er hatte eine geile Zeit und sogar noch angenehme Halluzinationen. Ja. Gut, und ist dann beinahe im Pool ersoffen. Aber, ja, das stimmt. Aber erst nachdem er von dem homophoben Redneck reingekickt wurde. Nee, und auch davor. Und davor. Ja. Aber Finger weg von solchen Dart Rifles. Das ist im Prinzip, also ich will jetzt nicht sagen, das ist das gleiche wie Heroin, weil das ist falsch, aber Heroin ist ja eben auch ein Opioid. Das geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Tatsächlich. Wie war der Fachbegriff von dem Zeug? Also ich hatte hier zwei Beispiele, nämlich Chlorpromazin, das ganz häufig benutzt wird für solche Trank-Guns und explizit als Elefanten-Tranquilizer benutzt, wird Carfentanyl. Okay. Das tatsächlich auch in Europa als Straßendroge mittlerweile missbraucht wird. Ja. Krass. Aber das ist doch auch also krass dosenabhängig, oder? Also, ja. Ich meine, wenn das jetzt wirklich eine Dosis für einen Elefanten war, also, dann der ist da mit, Pony, der, mit dem Realismus Nasser wahrscheinlich auch wieder am Ende. So von dem ganzen, vor allem, von der ganzen dass der Szene damit halt auf dieses scheiß Zwergpony ballern will. Ja, weil er das Zwergpony ja offensichtlich hasst. Also die Motivation dieses Rednecks kann ich verstehen. Er sagt ja auch so, ne, wenn diese Killer-Maschinen Kinder angreifen oder so ähnlich, also der übertreibt ja völlig. Der scheint so einen richtigen Hass auf dieses Zwergpony zu haben. Diese wilden Bestien ausrasten, der macht seinen Job einfach wichtiger, als er ist. Ja, und er zerrt ja auch an der Leine und so oder an dem Zügel. Es ist eigentlich ein Zügel, aber ich will es Leine nennen, weil dieses Tier nicht mal kniehoch dieses ist. Dieses Monster. Generell diese Darstellung von diesem Typen. Ich meine, Fred, Tobi und ich waren neulich bei einer ganz großen Anführungszeichen Stuntshow und haben uns voll auf den geilen Abend mit Bier und Tobi, Richard und ich waren mit Hemmen in Hamburg bei einer Monster Truck Show. Ja, das musst du dir geben, Joe. Das war geil. Ich bin nicht überrascht. Wir haben uns auf den Abend mit Rednecks, Knarren und Bier eingeschaltet. Monster Trucks logischerweise. Am Ende haben wir festgestellt, dass wir das waren. Ja. Alle anderen waren da mit ihren Kindern und haben einfach einen schönen Abend überleben wollen. Und wir haben uns zugeschüttet und die Monster Trucks bejubelt. Ja, Mann. Wenn Motorsport, ja. Das ist jetzt meine neue Leidenschaft, ne? Wir sind voll drin im Motorsport. Die Show war echt mies, Alter. Was hat Spaß gemacht? Der Anfang der Show war echt cool, da haben sie Stunts gemacht und dann kamen die Monster Trucks, da sind die ja zweimal über die gleichen Autos gefahren und dann war Ende. Und dann haben wir noch Ärger gekriegt, weil wir über die zerquetschten Autos, weil wir da mal richtig gegengetreten haben, weil wann kannst du mal ein Auto treten, wollt ihr den Spiegel abtreten und dann hieß es noch alles weg von den Wagen und nicht mehr weiter randalieren. Pass auf, da standen die kaputten Autos neben den Monster Trucks und dann hieß es, ja, die Show ist vorbei, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das aus der Nähe angucken. Wir Idioten rennen halt hin und treten so auf diese Autos sein. Ja, Mann, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann hat uns der Chef freundlich darum gebeten, das bitte zu lassen. Also, aber wir Lautsprecher. Also wir waren die Rednecks. Scheiße, war das peinlich. Und das Geile war, da waren wenn niemand asozial ist als du. Das Geile waren noch so ein paar Jungs, die waren, weiß ich nicht, 5, vielleicht 10 Jahre jünger als wir. Das war so richtig deutsch. Die sind zu dem zerquetschten Audi halt hin und haben erstmal die Motorhaube aufgemacht, um zu gucken, ob der Motor es geschafft hat. Das fand ich auch geil, ey. Kaputte Karre und der Deutsche guckt erstmal, ob der Motor das überstanden hat. Doch. Ich würde gerne kurz Pause machen. Also war wirklich, es war kein Gelaber. Ich bin wirklich schon ein bisschen besoffen. Wir machen kurz Pause und danach sprechen wir über Studentenverbindungen in Deutschland und in USA und dann gucken wir mal, ob wir immer noch so viel Spaß haben. Yeah. Bis gleich. Yeah. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Ja, Leute, was gibt's über Oldschool denn noch Interessantes und Wissenswertes? Eigentlich gar nicht mal so viel, aber vielleicht einmal, um Joe zum Heulen zu bringen. Das Skript wurde in gerade mal 2 Monaten geschrieben. Ja, aber vielleicht merkt man's ja auch. Aber hier, Joe, wie lange arbeitet man normalerweise an so einem Skript für einen Kinofilm? Also Kino ist ja nicht so mein Steckenpferd. Ich bin ja so ein klassischer Serienautor, aber ich habe mir sagen lassen, auch von Kollegen, Kino ist halt eine krasse Nummer, das kann halt Jahre gehen. Ich kenne Leute, die arbeiten irgendwie seit 5 bis 10 Jahren irgendwie an ihrem Kinofilm.
Krass. Aber 2 Monate ist schon sehr knackig. Also, das merkt man bei Honig im Kopf aber nicht. Würde ich normalerweise sagen, also so ein bis zwei Jahre bei so einem Kinofilm wäre normalerweise ja, auch jetzt nicht. Ey, ganz ehrlich, die Entstehungsgeschichte von Oldschool lief wahrscheinlich so ab. Irgendwer ist aufs Studio zugegangen und hat gesagt, ey, diese American Pie Teenie-Sauffilme sind gerade im Trend. Ich habe hier Will Ferrell, lass doch mal einfach einen Film machen. Ich habe da jetzt nicht tiefer rein recherchiert, aber ich habe jetzt, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich gelesen, dass Todd Phillips ja tatsächlich eine Doku über so eine Studentenverbindung gemacht hat vorher. Also die hieß irgendwie Frat House, ging irgendwie eine Stunde. Okay. Und die lief dann auf einem Filmfestival, dann hat es an HBO verkauft und dann hat's, ich bin da nicht so reingekommen, die gab's auch nirgendwo online, weil die dann bei HBO im Giftschrank gelandet ist, weil sich irgendwie einerseits, keine Ahnung, Spießer und andererseits Verbindungsleute so krass bei HBO beschwert haben, dass diese Doku bis heute irgendwie verschwunden ist. Das ist sie denn wirklich? Weil jetzt muss ich die sehen. Weil wir drei haben die Tage ein bisschen in dem Thema auch rumgegraben. Ja. Nirgendwo auch nur ansatzweise was davon gesehen. Bevor ich hierher gefahren bin, habe ich das noch gelesen und aber auch, ich glaube, die gibt's wirklich nirgendwo online. Die heißt Frat House. Ja. Ja, das ist ja auch einer dieser, also gerade Oldschool zählt ja auch zu dieser Reihe von Frat House Filmen. Frat Pack. Nee, das Frat Pack sind die Darsteller. Dieses Genre so. Nennt sich Frat House Filme. Wo es halt immer um Studenten geht, die halt irgendwie krasse Scheiße erleben. Sowas wie hier Eurotrip zum Beispiel zählt da, warum auch immer, auch dazu. Ist halt kein Road Movie, sondern eigentlich auch so eine Art Frat House Film. Ja, Frat, also mit T am Ende, oder ist die Party Animals oder so. Ist die Abkürzung von Fraternity, also Bruderschaft, wie die im US-amerikanischen heißen, diese Verbindungen. Ja, und die Frat Houses, genau, das sind diese Korpshäuser, diese Kooperationskorps, ja, kooperierten Häuser. Ja, die Verbindungshäuser ja. Halt, ganz genau. Hier, Alpha, Pita, Kappa, Delta, Salbe. Fickt ihr mich jetzt? Ja, also ich denke mal, das ist wahrscheinlich, also obwohl das irgendwie im Giftschrank liegt, war das bestimmt auch mit ein Auslöser, dass er dann diesen Film, diese Komödie gemacht hat. So. Jetzt, wo er meine Doku verbietet, drehe ich einen fiktionalen Film genau, über das ja. Thema. Klasse. Das ist auch kein schlechter Ansatz. Ja, stimmt eigentlich. Apropos kein schlechter Ansatz. Eine Sache hätte ich noch, und zwar Will Ferrell wurde einmal ganz kurz weiter auszuholen, diese Hausparty-Szene, die wir sehen, das war tatsächlich die Wrap-Up-Party vom Filmdreh. Nein, das ehrlich? Das macht man aber gerne auch mal. Was ist eine Wrap-Up-Party? Wenn der Film vorbei ist, machen nochmal alle Party. Geil, und da gibt's auch eine geile Szene, wo halt Will Ferrell ja noch an so einem riesen Bus vorbei joggt. Das war der von Snoop Dogg, wo er auch zu dem Zeitpunkt halt noch drinne war, weil er wohl ewig lange nicht rausgekommen ist aus seinem Bus, weil er nur gebufft hat wie irre. Geil. Und in der Zwischenzeit haben sie halt alles andere halt irgendwie gedreht. Da waren Statisten da, natürlich auch Leute vom Set und so, ne? Und Will Ferrell ist wohl nach diesem Drehtag offiziell in die Geschichte der Filmemacher Amerikas eingegangen als The Big Dong. Weil es wird ja im Film immer, wenn die sich nackig halt irgendwie zeigen, wird ja etwas umgepackt. Wir nennen das einen Sackbeutel. Im Englischen heißt das ein sogenannter Marvel Bag, also Murmelsack. Marvel Bag. Wird ja dir vors Gehänge gehangen, wow, in Fleischfarben, damit du halt mit deinem Schwanz halt alles Mögliche machen kannst und theoretisch, große Anführungszeichen, eine Nacktszene hast. Ja. Will Ferrells Paket war aber zu groß dafür, deswegen hat er einfach kurzerhand ohne gemacht. Stand da wirklich arschnackend, 100% Will Ferrell da am Set. Und hat das Ding gemacht, vor Snoop Dogg halt nackt. Geil. Das respektiere ich, Alter. Volle Kanne. Und das Geile ist, wer da ein bisschen Ahnung von hat und sich gerne auch mal irgendwie in der Welt des Sports ein wenig bewegt, der wird gesehen haben, dass Will Ferrell bei seinem Nacktflitzen eine wirklich perfekte Joggerform hat, denn der Mann ist Marathonläufer. Krass. Ja, Will Ferrell ist tatsächlich mehrere Marathonläufe gemacht, 42 Kilometer Läufe gemacht in seinem Leben. Das meint man gar nicht. Und ist sogar auf dem Cover von einem Runner-Magazin mal gelandet, weil er wohl super gut im Marathonlaufen ist. Ja, das ist die Trivia, die wir alle hören wollen, auf jeden Fall, hier bei Kack und Sach. Das ist ja arschgeil. Ja. Und er ist der Drummer von den Red Hot Chili Peppers. Weil Will Ferrell spielt ja immer so den prototypischen Midlife-Crisis, Mitte-40-Typen mit Waschbärbauch. Ja. Abgefahren. Und Buddy der Weihnachtself. Und flachem Arsch. Ja. Und flachem Arsch, ja. Aber kannst mal sehen, für Ausdauersport kannst du immer so aussehen. Voll geil. Heftig. Ja, super. Ich respektiere diesen Mann. Meine Figur sieht ja tatsächlich auch ein bisschen aus wie die von Will Ferrell, Fred the Tank. Außer mein Arsch. Mein Arsch ist etwas knackiger als der von Will Ferrell. Oh ja, glaube ich. Das muss man wirklich sagen, ja, doch, glaube das stimmt, ich. Das den stimmt, mal gesehen hat, das ist also wirklich.
Kaffeebohne. Fest wie Hammelfleisch. Ja, wie eine Kaffeebohne, einfach hübsch. Wenn du da eine Kohle reinsteckst, kriegst du einen lupenreinen Diamanten raus. Rundet die kleinen Schwimmringe ab. Ja, wunderbar. Rundet die kleinen Schwimmringe. Ich nenne sie liebevoll mein Gürtel. Wir wollen über das Thema Studentenverbindungen reden. Das ist mega spannend. Hier. Joe, du hast ja als Autor tatsächlich jetzt einen kleinen Hit gelandet. Denn die Serie Füchse mit F-Ü-X-E startet in der ZDF-Mediathek. Das ist eine vierteilige Miniserie, die sich mit dem Thema Studentenverbindungen in Deutschland auseinandersetzt. Ja. Wie würdest du einem vollkommen unbeleckten Menschen erklären, was ist eine Studentenverbindung? Also ich glaube, es gibt ein diffuses Bild, das viele von uns im Kopf haben. Aber was ist das genau? Denn, das finde ich spannend, es gibt praktisch keine halbwegs guten deutschen Filme oder auch Serien bisher, die sich diesem Thema nähern. Mhm. Also das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich das spannend fand. Weil es ist ja geil, wenn du irgendwie so eine Welt findest, wo du irgendwie nur irgendwie so skurrile, irgendwie komische Bilder von hast und da was erzählen kannst und das noch keiner gemacht hat. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich das spannend fand. Ich glaube, das Erste... Sag bloß die Geschichte über die Bäckerei auf Sylt, die geerbt werden soll, war es dann jetzt nicht. Also wenn ich... Für mich jetzt nicht unbedingt so. Also was natürlich ganz weit vorne steht, ist natürlich, und da sind wir hier richtig, ist Saufen und Bier so. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine der Verbindungen zwischen USA und Deutschland. Wobei ich aber glaube, dass in Deutschland da nochmal ganz was anderes dahinter steckt, dass in dieses Netzwerken, dieses Karriere machen, dieses sich irgendwie... Geh bitte nochmal einen Step zurück. Was ist denn eine Studentenverbindung? Also im Grunde ist es es sind Vereine und aufgenommen kannst du dann nur werden, wenn du studierst in Deutschland und dann wohnst du während deinem Studium in einer wunderbaren Villa in den meisten Fällen, die super fett sind, wo du reinkommst, wenn du Außenstehender bist und erstmal erschlagen wirst, wie diese jungen Pimmel da wohnen, so diese 20-jährigen Studenten. Und dann zahlen die 150 Euro fürs Zimmer verbringen ihr Studium damit, dass sie da saufen, dass sie da irgendwelche komischen Traditionen und Rituale durchleben und in vielen Fällen nicht immer sich mit irgendwelchen Säbeln die Fresse polieren, so also Pauken beziehungsweise Mensuren schlagen. Und das hat alles so eine gewisse Geschichte. Und dann geht's eben darum, ich glaube, es geht vor allem darum, da so eine Gemeinschaft zu erschaffen. Genau. Okay, das war ja schon relativ viel Info jetzt, ne? Studentenverbindungen sind im Prinzip wie so kleine Geheimverbünde, Geheimclubs. Ja, also wenn du die fragen würdest, dann würden die natürlich nicht, bei uns ist nichts geheim. Aber wenn du jetzt tatsächlich da mal einen Einblick haben willst, dann stößt du sehr schnell auf sehr viel verschlossene Türen oder bekommst keine Antworten mehr. Wirst natürlich nicht eingeladen. Also im Schlimmsten natürlich, wenn du noch eine Frau bist, dann wirst du erst recht nicht eingeladen und kriegst keinen Einblick. Aber ja, natürlich, gerade heutzutage wissen die auch, was so ein bisschen die Klischees und was die Vorurteile sind und dann entweder versuchen sie da aktiv dagegen vorzugehen oder du stößt wirklich an verschlossene Türen. Ja. Was sind die Klischees und Vorurteile? Ich glaube, es geht einmal darum, die saufen die ganze Zeit. Was ich jetzt, das ist ja kein schlimmes Klischee, aber... Kommt drauf an, welches Band sie haben. Es geht dann eben auch weiter in die Richtung nationalkonservativ, das sind alles Nazis, die sind alles toxische Männer, die lassen keine Frauen rein. Es gibt bestimmt auch so Klischees und so Vorstellungen, dass sie da irgendwelche seltsamen Rituale veranstalten. Ich glaube, es vermischt sich auch oft so ein bisschen mit dem Bild aus den USA, dass dann da irgendwelche Jungs nackt durch die Stadt geschickt werden und so. Das sind, glaube ich, so die Vorurteile, ne? Absolut. Dass halt die Untersten in der Kette halt der Lächerlichkeit und genau dem Knechtsein preisgegeben werden halt so ein bisschen bei dem Ganzen. Aber die USA haben ja auch, bei denen ist das ja, das ganze Unisystem ist ja in den USA als auch in Deutschland ja nochmal was anderes. Bei uns sind ja viele Uni staatlich, ne? In den USA hast du ja wirklich so richtig Studentenverbindungen eigentlich nur bei diesen Elite-Unis,
also die halt wirklich sehr verschlossen sind. Hast ja zum Beispiel in Harvard hier den Priscillian, glaube ich, ist das. Das ist halt die von Teddy Roosevelt. Und das ist ja das, wo selbst die Leute, die in Harvard waren, halt sagen, okay, das ist das Nächste, was wir in der USA an einer Geheimgesellschaft haben, weil die sich halt wirklich gegenseitig die Jobs einfach wirklich zuschanzen in hohen Senatorsposten und so in Sachen. Mhm. Weil da will halt auch logischerweise dann jeder rein, weil das ist halt wirklich, da passiert einfach alles hinter geschlossenen Türen bei denen. Mhm. Ja, um mal wirklich nur ein paar Sätze zu der Geschichte der Studentenverbindungen zu sagen. Die Studentenverbindungen haben sowohl in den USA als auch in Deutschland tatsächlich eine echt lange Tradition. Also das ging schon so in den 1700ern los, dass sich solche Verbindungen gegründet haben. Und damals hatten die auch noch wirklich einen ganz praktischen Grund. Nämlich war Reisen damals noch sehr beschwerlich und besonders hier in Deutschland kompliziert, weil Deutschland ja noch kein geeintes Land war, sondern so ein Flickenteppich aus so Herzogtümern und so kleinen Königreichen mit teilweise unterschiedlichen Zeitzonen. Total skurril. Total skurril. Also anderen metrischen Systemen, anderen Währungen und so. Du bist komplett wahnsinnig. Anderen Postleitzahlen, das war die Hölle. Und die Idee von solchen Verbindungen, die war damals ja total geil, weil das waren so Clubs, die sich über diese Herzogtümer und Königreiche hinweg connected haben. Und wenn du dann eine Reise machen musstest, was damals im akademischen Leben wohl schon vorkam, konntest du bei anderen Verbindungen im Haus übernachten. Mhm. Ja, und dafür hast du die, wenn die zu dir gekommen sind, dann bei dir auch gastfreundlich empfangen. Und das ist ja bis heute noch, spiegelt sich das ja wieder, wenn du mal so ein bisschen Studentenverbindungen in unterschiedlichen deutschen Städten recherchierst, also weil du zum Beispiel für eine Serie jemanden anfragen willst, dann wunderst du dich ja vielleicht im ersten Moment, warum gibt's denn jetzt in, weiß ich nicht, in Hamburg eine Bavaria oder eine oder eine Hassia, was für Hessen steht, in Bayern oder so. Aber es ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, Fred, dass es eben daher kommt, dass da sich dann die Leute gesammelt haben, die aus Bayern kommen oder die aus Hessen kommen und jetzt aber ganz woanders studieren. So. Und das war dann so der Zusammenhalt, der sich dann eben aus dieser Herkunft ergeben hat. Ne? Daher kommt ja auch diese Nummer mit der schlagenden Burschenschaft, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Also warum das überhaupt passiert, dass die da fechten gelernt haben, ist klar, wenn die zu der Zeit auf Reisen waren, du wusstest nie, wen du im Wald begegnest. Also die haben sich einfach wirklich darauf vorbereitet zu kämpfen. Mhm. Also das war jetzt kein lustiger Wettkampf, sondern eine Vorbereitung auf Reisen. Wenn man dazu sagen muss, dass das Studentenpauken, also das Schlagen in einer Studentenverbindung, wenn du da halt irgendwie drin bist, nichts mit dem eigentlichen Fechten zu tun hat. Ja, das drüber sprechen. Also genau, das meine ich jetzt gar nicht auch im Detail, also wie das heute funktioniert, sondern der Ursprung liegt darin, dass sie sich gegenseitig im Schwertkampf unterrichtet haben, um halt auf der Straße in Sicherheit zu sein oder beziehungsweise sich wehren zu können. Und der Hochzeit dieser Studentenverbindungen war Anfang des 20. Jahrhunderts im Deutschen Kaiserreich. Da war das wohl mega wichtig im akademischen Leben. Da war es super weit verbreitet und super wichtig fürs Studentenleben. Da bist du als Student fast nicht dran vorbeigekommen, so einer Verbindung beizutreten. Und aus dieser Zeit kommt auch dieses Wort Bursche. Was gleich noch eine Rolle spielen wird, Burschenschaften. Das altdeutsche Wort Bursche heißt so viel wie Student in seiner ursprünglichen Bedeutung. Und damals zu Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war ein Riesenthema der deutschen Politik und besonders dieser Studentenverbindungen die deutsche Einigkeit. Weil vorher war es ja das, helft mir, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, also genau. Dieser Flickenteppich. Mhm. Und da war das ein Riesenthema, dass aus diesem Flickenteppich eine deutsche Nation gewachsen ist. Da muss man auch sagen, wenn wir jetzt heute von dem Klischee nationalkonservativ oder national allgemein reden, damals war das was Fortschrittliches, ne? Also genau, damals war das progressiv. Ja. So. Und Anfang des 20. Jahrhunderts im Kaiserreich wurde aus diesem progressiven Gedanken dann aber irgendein Konservativer tatsächlich. Und in der Zeit wurden die alle so ein bisschen nationalistisch. So, dazu muss man leider sagen, dass das damals weit verbreitet war. Diese Idee der Einigkeit, wo wir andere ausschließen, das war leider damals so ein bisschen verbreitet. Das soll nichts entschuldigen. Aber das ist halt eine Erklärung. Und die Nazis haben im Zuge der sogenannten Gleichschaltung, wo die alle Clubs und alle Vereine und alles Mögliche in die Partei NSDAP eingezogen haben, auch diese ganzen Studentenverbindungen eingezogen. Dazu muss man aber sagen, dass es eigentlich gar nicht notwendig war, weil die damals sowieso alle schon eher rechtsnationalistisch waren. Ja. Und ja, nach gut. dem... Wenn man sich überlegt, dass das die Entscheidungsträger von morgen hervorbringt, schon ein cleverer Move.
Und absolut. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese Burschenschaften, wie man sie nennt, also diese, korrigiere mich Joe, aber als Burschenschaft bezeichnet man eindeutig rechtskonservative Studentenverbindungen. Ja, also das ist ja vor allem ein deutsches Phänomen, diese Studentenverbindungen, Deutschland und Österreich vor allem. Und man muss sagen, da gibt es schon eine krasse Differenzierung, ne, an unterschiedlichen Typen von Studentenverbindungen. Aber wie du sagst, Burschenschaften ist wahrscheinlich so, oft wird das ja auch synonym verwendet von Leuten, die irgendwie sich nicht so auskennen. Da haben wir jetzt bei uns, bei unserer Recherche auch wirklich Wert drauf gelegt, dass wir eben solche Fehler nicht machen. Aber eine Burschenschaft ist eben eine Art von Studentenverbindung. Und in dem Fall tatsächlich, das, wie du auch richtig sagst, die, die am offensten politisch und in dem und dann meistens eben auch nationalkonservativ bis rechtsextrem auftritt. Und da gibt es eben auch ganz viele Abstufungen und ganz viele andere Arten an Studentenverbindungen. Was wir jetzt zum Beispiel erzählen, ist ein Chor. Da würde ich sagen, wenn man jetzt so eine Abstufung macht, dann kommt das dann nach der Studentenverbindung. Aber ich würde schon sagen, auf Platz 2 so. Die sind meistens auch schlagend, also dass sie fechten. Die dann offiziell sagen, wir sind unpolitisch, aber das ist halt das eine, was du sagst und das andere, was du lebst. So. Yep. Aber eine Burschenschaft ist dann sozusagen wirklich die Spitze der, okay, der Skurrilität. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die zunächst verboten, tatsächlich, die Burschenschaften. Aber viele Clubs konnten sich verstecken oder haben sich einfach umgegründet oder umbenannt und wurden auch nicht so richtig konsequent verfolgt. Und es gibt sie bis heute. Es gibt bis heute diesen seltsamen Mikrokosmos der Studentenverbindungen und der Korps und der Burschenschaften. So, jetzt mal Frage, sind das alles Nazis? Also ich finde, also es ist halt nicht so einfach, ne? Also ich würde das, wenn du es so direkt fragst, würde ich sagen, nee, kann man so nicht sagen. Aber natürlich ist das ein großes Problem in der ganzen Szene, dass sie natürlich eine Tendenz haben in die Richtung auf jeden Fall. Und dann eben diese Abstufung bei Burschenschaften kann man mit dieser Aussage wahrscheinlich am ehesten noch durchkommen. Aber das heißt nicht, dass alle anderen super tolerant sind, so, sondern dann ist es eben eine Abstufung und einfach Graustufen, würde ich behaupten, ja. Ich stelle jetzt mal eine Vermutung an, aber könnte es nicht auch sein, dass einige Mitglieder, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal so eine richtig nationalkonservative Burschenschaft, dass einige Mitglieder mit der politischen Einstellung dahingehend gar nichts zu tun haben, sondern im Zweifel nur sehen, welche Connections man daraus holen kann, also praktisch sehr opportunistisch an die ganze Sache rangehen. Ich kann dir sagen, die checken sehr eindeutig, was für eine Gesinnung du hast. Und selbst wenn du da nicht reinpasst und sie Mitgliedermangel haben, nehmen sie dich auch auf, versuchen dich aber in dem System dann sehr zurechtzuformen. Also nur bevor so ein Ding beizutreten, also um das Gegenteil zu beweisen. Also du kannst da nicht einfach rein, weil du eine günstige Studentenbude brauchst. Wenn du halt dort bist, du bist ja dann als Fuchs dort, deswegen heißt die Serie auch Füchse, du hast einen kleinen leibeigenen Status. Und nee, schon klar. Also das meine ich gar nicht. Das ist, glaube ich, das Gefährliche. Und also ich meine, wie gesagt, bei so einer Burschenschaft, die wirklich auch offene politische Richtung hat, finde ich fast weniger gefährlich als alles, was darunter ist, wo du da reingehst und vielleicht denkst, ja, offiziell sind hier alle willkommen. Offiziell darfst du hier auch schwarz sein oder Moslem sein oder was auch immer. Aber trotzdem bist du dann halt drin in so einem krassen, wie du sagst, Mikrokosmos oder in so einem Milieu, wo du natürlich extrem geprägt bist und dir ein Weltbild und so ein Verhalten und so ein Miteinander auch eingeprägt wird. Und das ist, glaube ich, viel gefährlicher als die offen Nazis sind. So. Ja, und die Jungs, das Loyalitätsprinzip da ist heftig. Ich weiß, ihr brennt natürlich wie immer darauf, das große Ganze zu besprechen, aber dieses ganze Thema ist so komplex, wir sind nur lange nicht fertig zu erklären, was das überhaupt ist. Alles gut. Was ist denn das mit diesem schlagende Verbindung, mit diesem Fechten? Also es gibt ja Verbindungen, die man als schlagende Verbindung bezeichnet. Also im Grunde, was ist denn das? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Bild, was man kennt, dass sie da mit ihrer fast mittelalterlich aussehende Ausrüstung irgendwo stehen. Irgendwie, die haben da meistens so eine Brille auf den Augen, damit sie da nicht verletzt werden und was um den Hals, damit die Halsschlagader nicht verletzt wird. Und dann ist ja so der Klassiker, dass die so auf der Wange diese Narbe haben. Das nennt man den Schmiss. Und das kommt eben von diesen Fechtkämpfen. Und wenn du eben in einer schlagenden Verbindung bist, dann heißt das, dass du wahrscheinlich 5-mal die Woche ist es meistens, manchmal ist es, glaube ich, sogar 6-mal die Woche,
dein Fechttraining da hast und das nennt man die Mensur, oder? Genau. Das Fechten. Nee, das ist das Pauken. Das ist das Pauken. Das ja. Pauken. Ich glaube, da kommt auch dieser Begriff, wir kommen da gleich hin. Da kommt auch der Begriff Pauken für Lernen wahrscheinlich sogar her, weil das eben dieses Fechttraining in den Studentenverbindungen ist. Und dann gibt es unterschiedliche Regeln. Du bist ja dann am Anfang, wenn du in so eine Verbindung kommst, ein Fuchs. Das ist praktisch so ein Anwärter auf eine feste Mitgliedschaft. Die Junior hier bei den Amis. Genau. Und um dann wirklich ein festes Mitglied, also ein aktiver zu werden, musst du eben je nach Verbindung 1 bis 3 Mensuren schlagen. Mensuren sind dann tatsächlich diese, sind keine Wettkämpfe, aber diese Fechtpartien mit scharfer Klinge. Das ist das ist der Fechtkampf. Genau, dann. Ja. Die Mensur ist praktisch dann der Test, der Fechtkampf, der dann am Ende steht nach deinem Training. Mhm. Ja. Warum machen die das? Also hier, Tobi hatte jetzt die Vermutung oder den Fakt, dass das ursprünglich war, um sich im deutschen Wald zu verteidigen gegen Räuber. Das ist nicht meine Vermutung, das habe ich aus einer Doku. Okay, warum machen, das wird ja bis heute noch gemacht, oder? In solchen Verbindungen. Du meinst jetzt speziell das Fechten oder das, warum man in so eine Verbindung geht? Nee, das Fechten. Ja, warum wird das bis heute gemacht? Da habe ich in der ersten Folge einen sehr schönen Monolog geschrieben, wo einer das erklärt, warum sie fechten. Den würde ich jetzt gerne vorlesen, kenne ich nicht mehr auswendig. Aber im Grunde, was sie dir immer erzählen ist, also es geht dann halt immer so in die Richtung, du wirst hier zum Mann. So, du musst hier irgendwie bei deiner Mensur mit deiner scharfen Klinge musst du beweisen, dass du hier als Mann dastehst, dass du nicht zuckst, dass du nicht zurückweichst. Und wenn du das bestehst, dann bist du eben Mitglied der Gemeinschaft, dann hast du dich bewiesen, sagen wir mal, so drücken die es nicht aus, aber du hast Eier bewiesen und du hast gezeigt, dass du ein Mann bist. Das sagen die so auch nicht, aber im Grunde geht es genau darum, glaube ich. Und wie gesagt, es ist kein Wettkampf, also es gibt da nicht irgendwie Punkte und am Ende einen Gewinner, sondern es geht wirklich darum, dass du dich traust, dass du das durchziehst und das Einzige, wie du da eben scheitern kannst, ist, indem du zuckst oder einen Schritt zurück machst oder eben Angst zeigst. Ja, also du gewinnst Blut vergossen, entweder das von jemand anderem oder zumindest dein eigenes. Also es gibt, das habe ich auch gelesen, es gibt keinen Gewinner oder Verlierer, sondern es geht darum, die Kontenance zu behalten in einer gefährlichen Situation, vor der viele auch Angst haben. Also ein Verlierer kann es praktisch theoretisch schon geben, wenn du eben Schwäche zeigst, wenn du zuckst, so, dann zählt es nicht. Aber es gibt nicht am Ende wie beim Boxen irgendwie Punkte oder jemand ist K.O. oder jemand hat verloren. So. Es kann auch einfach so ausgehen, dass beide bestanden haben und dann stolz, also selbst wenn du so eine Narbe kriegst und Schmiss kriegst, das ist ja das Größte für die. Da sind die ja super stolz drauf, die dann rumzutragen. Naja, Pferdehaar reinlegen, genau. Damit es richtig schön vernarbt und so. Achtet mal bei einigen Anwälten drauf. Ja. Nee, ist wirklich so. Ey, in alten Filmen sieht man das auch manchmal, dass die Nazi-Offiziere alle so ein krass vernarbtes Gesicht haben. Und das ist wohl kein Klischee, sondern das war wirklich so, weil die alle in solchen Verbindungen waren. Und durch diese Narben halt hast du deinen Mut und deinen Stolz und deine Zugehörigkeit zu so einer Verbindung gezeigt. Und wenn du da halt Nazi-Offizier warst damals, dann hast du vermutlich studiert und dann warst du vermutlich in so einer Verbindung. Deswegen haben die da alle solche Narben auf der Backe, nicht vom Krieg, sondern aus dem Verbindungshaus ja, von Frank the Tank. Also wir haben ja für die Serie krass viel recherchiert und wir waren tatsächlich auch bei 2 Verbindungen vor Ort, bei so schlagenden Verbindungen. Ach so, ehrlich? Ja, in Marburg bei 2 Chors, bei schlagenden Verbindungen waren wir vor Ort. Und da auch irgendwann so, die haben uns dann so ein bisschen halt rumgeführt und wir durften den Fragen stellen. Und dann hat die Regisseurin irgendwann gefragt, ja, aber bei euch, ihr habt ja nirgendwo Narben. Und der eine war richtig beleidigt, der hat dann gemeint, ja, die ist aber hier oben unter den Haaren, so. Der das hat den richtig angegriffen, dass sie gemeint hat, du hast ja keine Narbe, so. Der arme Kerl. Mhm. Der hat sich am selben Abend wahrscheinlich noch einem Gesicht eingefangen. Ja, so mit seinem Gillette, ne? Ey, wir alle kennen ja das schnell Sackhaar rein. Also wir kennen ja das olympische Fechten, nenne ich es mal. So, da hat jeder, glaube ich, Blick was vor Augen, ne? Wo die vorne diese Drahtmaske tragen und dann hältst du das Schwert so vor dir. Den Degen vor dir und dann fechtest du so ein bisschen wie in so einem Piratenfilm. Oder ein Florett. Und dieses akademische Fechten, das in diesen Verbindungen gemacht wird, das müsst ihr euch wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr euch mal bei YouTube angucken. Oder bei den Schüchse auch. Oder auch in der Serie Füchse. Dieses akademische Fechten sieht vollkommen absurd und lächerlich
lächerlich aus, weil die stehen da und Richard macht's gerade vor, ich weiß gar nicht, wie ich das. Du stehst. Also so ein bisschen Trivia auch stehen, hier. Ja. So Schauspieler, die haben ja voll oft, also gerade wenn sie so Bühnenschauspieler sind, die haben ja dann oft Fechttraining und so, hat uns natürlich überhaupt nichts gebracht, weil das wirklich komplett was anderes ist. Wir haben dann wirklich Leute gefunden, aktive Mitglieder, die uns das gedoubelt haben, weil das ja wirklich komplett anders läuft. Das ist ja wirklich, wie du sagst, so über dem Kopf halten die ihre Schläger und dann sind das sehr eingeübte Abläufe, die dann da so stattfinden. Und es geht dann vor allem darum, das eben so richtig den Ablauf durchzuziehen und dass dir der Arm nicht schwer wird, dass du nicht zuckst, dass du nicht zurücktrittst. Und dann ist das nicht wie so ein Fechtkampf, wie du es dir vorstellst, sondern es ist wirklich ein einstudiertes Ding am Ende. Mhm. Richard, mach's noch mal vor. Ich film's mal kurz für Instagram. Du stehst wie halt, das funktioniert. Du stehst halt im Prinzip das akademische Fechten. Muss einmal ganz kurz kommen, Joe, dann machen wir das mal eben. Man steht halt im Prinzip, lass mal beide die linke Hand nehmen. Man steht im Prinzip ja gerade voreinander, hast du deine Maske auf, bist gar nicht mal weit voneinander entfernt und hast ja, ich mach's eh falsch wahrscheinlich, aber den Dings ja ganz das Handgelenk leicht angewinkelt. Und dann geht's ja wirklich nur so auf Gesichtshöhe die ganze Zeit. Dann wird ja wirklich geschlagen. So wirklich, halt das ja hoch und versuch dich ja dann wirklich mit der Spitze nur einmal so zu batschen ganz kurz. Ne? Genau, du hältst das. Tobi holt gerade die Laserschwerter raus. Genau. Du hast wirklich. Wie kann man das beschreiben? Das ist aber sehr lang da, ne? Liebe Leute, guckt mal bei Instagram vorbei. Du hast den erwischt. Direkt einen Schmiss. Du hast das gleich einen Schmiss. Über dem Kopf. Die Hand ist über dem Kopf und driss dann so aufeinander ein. Es gibt so einen uralten deutschen Film, der heißt Der Untertan von 1951, aus kennt der Joe. Da wird das gezeigt, es sieht komplett grotesk aus und dann drischt man da so aufeinander ein. Du musst mal die Trainingsholzblöcke von denen sehen, Alter, die sehen aus wie geschnitzt, Alter, weil die so zerfleddert werden von diesen Degen, Alter. Ja, und sobald das erste Blut vergossen wird, sagt der Schiedsrichter aus. Abfuhr. Was sagt er? Also ich weiß, also es gibt auf jeden Fall der Begriff Abfuhr erteilt bekommen, kommt auch daher. Ich glaube, es ist entweder, da nagel mich jetzt nicht fest, es ist entweder, wenn du halt einen Fehler gemacht hast, gezuckt hast oder so, dann kriegst du die Abfuhr erteilt, oder wenn du... Genau, du kriegst Abfuhr und dann ist wieder Position. Also du hast, wie viele Schläge hast du? 3 oder 5, glaube ich, oder so, jede Seite, weil das ist ja dann noch so, jeder darf ja anfangen und der andere muss verteidigen. Und wenn du kassiert hast, ich glaube 5 Schläge gibt's und bei 5, wenn du 3 kassiert hast, ist vorbei. Ja, das ist so weit, so seltsam schon mal. Weitere Klischees über Studentenverbindungen, die Leute saufen sich kaputt bis zur Bewusstlosigkeit. Aber auch anders als in Oldschool oder in diesen amerikanischen Verbindungen, super reglementiert. Ne? Das ist ja das Skurrile daran. Ich meine, ich habe in meinem Bachelorstudium in meiner WG auch extrem viel gesoffen, so ist es nicht. Aber die haben da ja ihre komischen Trinkwettbewerbe und ihre komischen Rituale. Bierjunge hängt. Ja, hängt. Die nennen weit das uns ein, was zum Geier heißt das? Bierjung ist im Prinzip, da stehen 3 oder wahlweise 4 Leute sich gegenüber vor so einer Holzbank. Also jeder hat seine Holzbank und davor stehen volle Bierkrüge und dann wird im Prinzip Staffelsaufen gemacht. Also der erste fängt an. Und wenn du fertig bist, du darfst halt nicht absetzen, bis der Bierkrug leer ist, wird der auf den Holzbalken geknallt, dann muss der nächste anfangen. Naja, und wenn der andere halt schneller ist als du, dann hängst du offiziell. Dann wird auch laut einmal gerufen, weiß ich nicht, bei mir damals, Ome hängt. Und dann gibst du aber Gas. Und wenn du Pech hast, kriegst du dann noch ein Bier, dann sagt der Oberste noch, das wird jetzt nicht ausgegeben, nicht geschenkt. Geschenkt heißt ja, du musst aufhören. Auf jeden Fall kriegst du dann noch. Aufhören, ja. Genau, du kriegst dann noch ein Bier und er sagt dann, du musst anfangen zu trinken, trinkst und trinkst und trinkst und trinkst und erst wenn er sagt, geschenkt, darfst du absetzen. Also ich habe da auch nochmal jetzt im Vorfeld nochmal kurz ein bisschen recherchiert, so ganz kack und sachlich. Das kommt ja lustigerweise älter als der Bierjunge ist der dumme Junge und das kommt daher, dass eben dieses Fechten irgendwie so ein großes Ding war in diesen Studentenverbindungen. Aber ganz ursprünglich hast du wirklich nur gefochten, wenn es irgendein Ehrduell gab. Also dich hat jemand beleidigt, du wolltest deine Ehre verteidigen, dann hast du den zum Duell rausgefordert und dann hast gefochten. Jetzt war es dann aber so, dass es natürlich in dieser Studienzeit nicht jedem Studenten passiert ist, dass es diese Gelegenheit gab, dass dich jemand beleidigt hat und du ihn zum Duell herausfordern konntest. Schade. Ja, schade, ne? Und deswegen hat sich dann so ein bisschen, und das ist wirklich, das zieht sich durch in dieser Welt, haben sich dann halt so feste Regeln und Rituale durchgezogen. Und deswegen hat sich so eine Standardbeleidigung etabliert, dummer Junge, wo wir, also, ich weiß nicht, vielleicht war das 1876 noch eine krasse Beleidigung, aber keine Ahnung. Und dann bist du halt zu irgendjemand hingegangen, hast gesagt, dummer Junge, und das war dann halt so standardisiert, okay, ihr werdet zum Fechtduell herausgefordert. Und dann, so wie sich dann immer weiterentwickelt hat,
fand man es irgendwann lustig, eben aus diesen Fechtduellen auch Saufduelle zu machen. Und dann wurde eben aus dem dummen Jungen ein Bierjunge. Und das heißt, wenn dir jemand entgegenruft, Bierjunge, dann bist du praktisch verpflichtet zu antworten mit hängt. Und dann habt ihr gegeneinander gesoffen, sozusagen. Ja. Wer zuerst geäxt hat und so. Und dann gab es oft tatsächlich auch wirklich mit Schiedsrichter und Biergericht hieß es, glaube ich, so, oder heißt es sogar, wirklich offizielle, dann Sekundanten hatten die, habe ich gelesen, sogar teilweise. Ich weiß gar nicht, was ein Sekundant beim Biertrinken macht. Beim Fechten hält er deinen Degen in der Pause. Keine Ahnung, was der beim Saufen macht. Da passt auf, wenn das Bier runterfällt, dass das auffängt, also dass die Biergläser nicht kaputt sind. Und das dann wurde eben aus dem Saufen dann in dem Fall auch so ein Wettbewerb gemacht und das nennt sich dann Bierjunge. Ja. Mit dem Spruch dummer Junge bin ich auch zum Bierjungen verdonnert worden, weil ich bei einer Rede dazwischen gequakt habe. Richard hat jetzt schon einige Sachen gedroppt, die darauf hinweisen lassen, dass er Erfahrungen damit hat. Warst du in einer Studentenverbindung? Nee, ich war nicht direkt in einer drin. Ich war bei einer Spähfuchs relativ lange, als sich noch nicht abgezeichnet hat, dass ich in Hamburg studiere. Bitte erklärt ein bisschen die Begriffe, wenn ihr sie reinwirft. Okay, also du hast bei diesen Verbindungen, so wie es Joe gerade schon gesagt hat, wenn du da gerade frisch reinkommst und im Prinzip Anwärter bist, dann bist du Fuchs. Ne? Dann bist du der Leibeigene, dann bist du so lange Fuchs, bis du eigentlich mit deinem Studium soweit durch bist, glaube ich. Ne? Also kommt aber drauf an. So lange? Nee, nicht ganz. Also es gab da auch welche, die Hausleitung und so hatten, die haben auch immer noch auf Diplom zum Beispiel Jura studiert oder solche Sachen. Die waren aber schon lange noch mit dabei, aber als es dann... Also warte, also die Fuchsenzeit ist normalerweise ein oder zwei Semester und dann hast du irgendwie so deine Fuchsenprüfung, wo du irgendwelche Lieder vorsingen musst oder Fragen beantworten musst und so und eben musst deine Mensuren gehabt haben, deine Mensuren geschlagen haben. Ja. Und dann wirst du zum Aktiven oder zum Burschen, wie du es ja auch gesagt hast. Stimmt. Und dann bist du aktiver, bis du mit deinem Studium fertig bist. Und unter Umständen musst du dann eben noch so Ämter ausführen, wie Senior, das ist der Chef in der Verbindung. Dann gibt es meistens noch einen Konsenior, das ist praktisch der Vizechef in der Verbindung. Und einen Fuchsmajor, das ist derjenige, der praktisch die Ausbildung der Neuen dann übernimmt. Ja. Da ist Joe jetzt besser drin als ich, weil wie gesagt, ich war noch nicht mal ein Fuchs, ich war ein Spähfuchs. Das heißt, die haben darum geworben, dass ich zu denen hingehe. Und da rangekommen bin ich, weil der damalige Freund meiner Mutter, was ist über einen aktiven, ich glaube, der war ein alter Herr in dem Haus dort. Und zwar war ich bei einer Spähfuchs, bei einer Schwarzband-Verbindung, bei einem Schwarzband-Chor. Da wurde dann auch, ich war bei ein paar Weihnachtsfeiern und sowas bei denen und bei dem Osterfest und sowas. Und ich glaube, ich habe 4 Feiern, glaube ich, bei denen mitgemacht. Das war heftig as fuck. Und durch den bin ich da halt da hingekommen. Und der hat, das war dann halt auch bei den Feiern, wurde es dann offiziell eine Burschenschaft genannt. Offiziell, weil er so in seinem Privatleben drüber gesprochen hat, war das dann immer auch sein Chorhaus. Ne? Also da war es dann, also sobald man unter sich war, wurde von der Burschenschaft geredet. Also du warst kurz Bewerber für eine Studentenverbindung. Ja, das ging relativ lang. Ich war das ein halbes Jahr lang oder so. Ach, weil ich krass. Da immer, ja, Spähfuchs halt. Ich war, wie gesagt, ich war bei mehreren Festen aber halt irgendwie dabei. Du hast nicht auf dem Haus gewohnt, oder was? Ich habe noch nicht auf dem Haus gewohnt, okay. Weil damals noch ausstand, wenn ich mein Abitur habe, wollten die ja unbedingt, dass ich nach Kiel komme, um dort zu studieren, damit ich dort quasi hinkommen halt, ne, weil halt auch unter der Prämisse, du kriegst ja bei uns ein günstiges Zimmer, so haben die mich damals gelockt mit dem ganzen Ding. Noch dazu habe ich halt einen guten Eintritt gekriegt, weil wie gesagt, der Freund von meiner Mutter damals, alter Herr dort, ich durfte bei Sachen mitmachen, die für Spähfüchse eigentlich nichts sind, wie zum Beispiel der Weihnachtsfeier und ich durfte bei den Vorbereitungen zugucken nicht vom Pauken, sondern dann richtig, ich sag's mal so frei heraus, einfach von einem Match, was die da halt veranstaltet Mensur. Haben. Ja, von der Mensur, genau. Ja. Gegen ein anderes Haus. Und die waren halt eine Schwarzbandverbindung. Schwarzes Band bedeutet, die schlagen definitiv, da geht nichts drüber, nichts drunter, sogar die schlagen hart und die schlagen viel und die sind dafür bekannt, dass wenn du gegen die antrittst, verlierst du in der Regel, weil das ist deren Ding. Dann gibt's noch Grünbänder und auch noch Blaubänder. Und ich glaube, die Grünbänder sind gut im Reden und die Blaubänder, glaube ich, gut im Saufen oder so. Ja. Also es gibt, ja, oh, also Mann, die Begriffe kenne ich so nicht, aber es gibt auf jeden Fall so einerseits die Verbindungen, die sich eben auf das Fechten spezialisieren, dann gibt's Verbindungen, die sich auf Saufen spezialisieren. Ja, und so wie wir zum Beispiel. Ja, genau. Und es gibt Verbindungen, die sich mehr auf das Repräsentative, haben wir auch eine besucht, die dann ihre Bälle veranstalten und dann so sehr schick und. Achso, ja, das machen die auch. Das ist, das ist hier in Hamburg zum Beispiel eine Alster, die Germania, glaube ich, das ist eine Grünband.
glaube ich sogar, da war meine Frau mal auch mit ihrem Ex-Freund bei so einer Veranstaltung und da ist auch sehr viel Prunk, sehr viel Gerede. Eine Studentenverbindung oder Burschenschaft namens Germania, das ist genau mein... Ja, der Name ist also, voll, ganz viele heißen Germania, ohne Scheiß. Das macht's nicht oder besser. Oder Teutonia ist ja, auch genau. Sehr verbreitet. Also es gibt, wie gesagt, das finde ich erstaunlich, es gibt keine halbwegs guten deutschen Filme zu dem Thema. Ja. Es gibt einen richtig beschissenen C-Film, dessen Name ich schon vergessen habe. Es gibt eine deutsche Reportage, die heißt einfach nur Germania. Die kann ich empfehlen, sich die mal anzugucken. Die kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Es gibt auch noch so verschiedene andere so Dokus und Reportagen. Der NDR zum Beispiel hat eine Reportage gemacht, 7 Tage in einer Studentenverbindung. Übrigens, dieser Dokufilm Germania, interessanterweise, ja. den finde ich auch, kann ich auch sehr gut empfehlen. Und der Kameramann von diesem Film war auch unser Kameramann bei der Serie, spannenderweise. Ja, also der hatte schon einen Background. Und das ist ein ultra seltsamer Mikrokosmos, weil wenn du bei diesen Sitzungen, dieser Verbindungen mal reinguckst, wirkt das so, als ob da junge Leute mit einer krassen Bierernstigkeit so Firmen Veranstaltungen oder so richtige politische Aufeinandertreffen simulieren, ja. Wo dann erst die eine Person spricht und dann heißt es, ja, Antrag angenommen oder ja. Antrag abgelehnt. Ja. Und dann gibt es so ganz strenge Rituale, was wann gemacht wird. Und es wird viel gesungen. Es gab bei der Weihnachtsfeier bei den Zweien, wo ich war, es gab einen ganz strengen, reglementierten Ablauf. Mhm. Alle hatten ihr Band zu tragen, um sich halt auch zu erkennen zu geben. Anzug war Pflicht, ne? Oder zumindest weiß es, nee, eigentlich so ein Blödsinn. Nee, du hast einen Anzug getragen, irgendwann haben aber alle ihre Jackets und sowas dann halt auch abgelegt und die Hemden hochgekrempelt und so. Und das ist dann wirklich, wenn die alten Herren dann auch kommen, denen werden die Mäntel abgenommen, die werden da teilweise behandelt wie die Könige. Du hast da wirklich alte Herren, die 90 plus sind, seien wir mal ehrlich, die dann da stehen und auch als erstes zum Beispiel ihre Getränke bekommen. Das ist ganz, ganz streng reglementiert. Und dann ging es halt wirklich so, dann wird das Essen geläutet, dann gibt's nur dieses vorgesetzte Essen, was du halt kriegst. Sehr urdeutsch, Grünkohl und Wurst, Kochwurst. Ne? Mhm. Dann ist festgelegt, wann O Tannenbaum gesungen wird. Dann werden Reden gehalten. Ja, und wenn da halt, so wie ich dann mit 18 da halt so ein junger Spring ins Feld bist und ich habe mich mit irgendwie mit zwei Leuten, während einer der Oberen dort gequatscht hat, habe ich mit dem kurz unterhalten und habe einen Gag irgendwie gemacht. War auch schon echt besoffen, muss ich dazu sagen. Hab ich ein paar Mal richtig Ärger gekriegt, also die Füchse haben schon geguckt, dachten, ach du Scheiße, das gibt Ärger und dann so, nee, das ist ein Spähfuchs und dann, ah, okay, alles klar. Und dann wurde ich halt nur zum Saufen gezwungen die ganze Zeit und musste auch alle möglichen Sachen mitmachen und da wurde Feuerzangenbowle nach alter Tradition gebraut und so eine Sachen halt, ja. Das ist übrigens auch wieder, also großes Thema Hierarchien. Es gibt eine ganz klare Hierarchie, ne, Spähfuchs, Fuchs, aktiver, alter Herr und so weiter und wie du jetzt, ich glaube, so hast du das auch gemeint, du kannst dann auch zum Saufen gezwungen werden. Ja. Dann ruft einer Richard oder ich meine, ich glaube, normalerweise verwendet man den Nachnamen. Mhm, das war damals noch Herr Ohme. Ja. Herr Ohme in die Kanne und dann, oh, ja, und dann musst du saufen und das geht aber nur in eine Richtung. Das geht natürlich nicht nach oben, das geht immer nur nach unten. Genau, in die Kanne und dann setzt du an, wenn er sagt geschenkt, dann weg. Kommt daher der Spruch volle Kanne? Keine Ahnung. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Und bei denen habe ich dann da auch zwei Nächte immer da noch verbracht. Durfte ich da noch in so einem geilen Aufenthaltsraum pennen und habe mich beim zweiten Mal, ich weiß noch, als sie dann anfingen mit der Feuerzangenbowlen gesaufen, habe ich voll meinen Schlafsack voll gekotzt, ey. Aber hier auch ganz, also ich finde. Die Kapuze von meinem Schlafsack, bin wach geworden, mein ganzes Gesicht brannte. Und ich dann duschen gegangen bin und gesehen, fuck, ich habe meinen ganzen Schlafsack voll gekotzt. Und das Geile war, die haben mich am nächsten Morgen geweckt, haben das gesehen, habe ich Applaus noch dafür gekriegt. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber hast du nicht mehr zum Papst? Du saufen deine Ehre, es kann Kotzen keine Schande sein. Also hast du nicht mehr zum Papst geschafft, oder? Also. Zum Papst, nee. Es gibt ja da so eine. Der Papst. Es gibt ja in diesen Verbindungen. Ey Leute, wir reden jetzt schon seit über einer halben Stunde und es tauchen immer noch so neue Begriffe. Es gäbe noch so viel. Dieser Mikrokosmos hat ja auch so eine ganz eigene Sprache, ne? Und Terminologie. Ganz viele haben wir jetzt schon kennengelernt. Es gibt auch diesen Begriff Presssaufen, so nennen die auf Ex-Saufen. Und das Papsten, das Abkotzen, Abreiern, das soll angeblich vom lateinischen Verb pabere kommen, für Spucken. War das Sommerfest, haben sie einen Banner gemacht, als ich das letzte Mal da war. Fürs Sommerfest haben sie die Füchse einen Banner vorbereitet, wo drauf stand, lasst uns zum Papst beten. Also, wo es darum ging, halt der sauft halt. Okay, nicht schlecht. Also ich habe keine, ich habe keine wirklichen Verbindungen zum Thema Studentenverbindungen. Ich habe als junger Kerl mal in Karlsruhe
in einem Studentenhaus gesoffen. Da war irgendeine große Party und ich weiß nicht mehr, wie ich dazugekommen bin. Da war ich aber auch nur 1-2 Stunden und es war schon sehr weit fortgeschritten. Da habe ich nicht viel mitgekriegt, auch weil da nicht viel passiert ist. Und einer meiner letzten Arbeitgeber hat mal eine Firmenfeier gemacht, wo die ein Studentenhaus gemietet haben. Mhm. Also ich war dann nicht bei einer Studentenverbindung, aber in den Räumlichkeiten. Und das war ein total geiles Haus in Stuttgart. Ja, Mann. Und die hatten da ein Papstbecken, ein Speibecken, das extra zum Reinreiern da war. Also Vollsuff, Komasuff gehört auf jeden Fall auch dazu. Auf jeden Fall. Ja. Richard, warum bist du dann nach einem halben Jahr gegangen oder gegangen worden? Ich bin nicht mehr eingeladen worden, weil ich ja dann in Hamburg angefangen habe zu studieren. Hm. Ja. Okay. Das war so einfach war das dann. Wo war dieses Studentenhaus, wo du warst? In Kiel. In Kiel, ich kann dir auch sagen, das waren die Saxonier, bei denen ich war. Berühmt, berüchtigt, gefürchtet auch teilweise. Und wie ich auch später erst erfahren habe, wie gesagt, für mich war das einfach nur, für mich waren das irgendwie coole Typen, die lustige Traditionen halt irgendwie hatten, später dann erfahren. Die sind allesamt ein bisschen mehr als erzkonservativ. Nazis, alles Nazis. Du warst da ein halbes Jahr und hast nicht gecheckt, dass die ein bisschen sehr rechts sind? Doch, das habe ich halt schon mitbekommen, ja. Aber ich habe das halt für mich damals abgetan. Alter, ich war 18, für mich waren das halt so, ja, du hast sind, es, lass sind mich halt raten, die verschrobenen alten Männer. So. Ja, lass mich raten, du hast es verdrängt, weil das Zimmer da so günstig gewesen wäre. Höchstwahrscheinlich, ja. Das ist der Klassiker. Höchstwahrscheinlich. Also, und weil, ey, ohne Witz, als Spähfuchs wirst du da halt auch gepampert ohne Ende. So, du kommst da hin, die haben mir von einem Fuchs halt Frühstück machen lassen oder haben mich zum Essen eingeladen, haben mir alles Mögliche gezeigt. Also die haben mich in der Zeit, in der ich da war, haben die mich von vorne bis hinten bedient. Mit allem möglichen Zeug. Also, man muss auch dazu sagen, es hat natürlich nicht mehr den Zulauf wie 1912 oder so. Ne? Die sind auch hart auf der Suche nach Nachwuchs. Mhm. Wir haben so ein bisschen in unserer Recherche, wir haben natürlich auch mit Experten und mit Aussteigern oder auch mit immer noch Aktiven geredet. Und was uns sowohl Experten irgendwie bestätigt haben und was auch wir beobachtet haben, ist, dass die jetzt gerade, also jetzt so in der Neuzeit, eher wieder krasser werden, eher wieder mehr ehrlich? In die Rückbesinnung gehen, mehr traditioneller werden. Ja, ich glaube, also meine Meinung ehrlich gesagt, ist das halt eine Gegenbewegung. So, unsere Gesellschaft wird ja meiner Meinung nach glücklicherweise offener, toleranter und so weiter. Mhm. Und ich glaube, bei denen ist wirklich eine krasse Gegenbewegung, so ein Gegenpol festzustellen, dass die eher wieder traditioneller eher wieder krasser werden, das war irgendwie, keine Ahnung. Das war seit den 68ern bis in die 90er haben die sich teilweise mehr geöffnet und sind entspannter geworden, haben manche haben vielleicht sogar Frauen zugelassen, aber natürlich nur manche. Da gibt's eine ganze Reportage drüber, ja. Über irgendwie fünf so Mädels, die eine eigene Schwesternburschenschaft zur Originalburschenschaft, ist natürlich nicht das gleiche Haus, aber nebenan. Und die dürfen dann auch mal teilnehmen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die sind auch Mädchen mit aufs Zimmer nehmen oder über Nacht da lassen, verpönt. Du darfst sie halt gerne mitnehmen und darfst da Spaß haben, aber die dürfen da nicht übernachten, musst du wieder rausschmeißen. Es gibt mittlerweile auch Schwesternschaften, reden wir später noch drüber kurz. Damenverbindungen, ja. Aber haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Originally sind Frauen streng verboten. Also natürlich. Die dürfen zu den Partys manchmal vielleicht kommen, wenn sie hübsch anzusehen sind. Aber Frauen sind als Mitglieder streng verboten. Verpönt. Man sagt so schön, es ist verpönt. Also es ist vor allem bist du schon abgestraft unter diesen ganzen Anzugträgern, ehrlich gesagt. Vor allem natürlich bei so offiziellen Veranstaltungen, bei einer Mensur. Ja, gar nicht. Gar nicht. Vergiss es. Ja. Ich bin noch bei der, bevor die Mensur auch losging, bin ich auch rausgeschmissen worden. Durfte ich mir nicht angucken. Durfte mir den Raum angucken. Deswegen weiß ich auch, wie diese Probedummies aussehen. Die sehen halt wirklich aus, runtergeschlagen wie ein Zahnstocher halt einfach. Die sind einfach, ja, flatterig, so die Dinger. Und das ganze Equipment halt auch bis auf die Klingen, weil die werden natürlich gewartet und so, aber alles halt auch uralt, teilweise auch rostige Stellen, abgegriffelte Griffe und Gedöns. Und, ja, die sitzen dann halt wirklich, das ist wie so eine kleine Kampfarena. Du hast so Bänke über 3-4 Stufen halt hoch und in der Mitte auf Holzparkett stehen dann da halt die Burschen, die sich halt schlagen. Ne? Also ich finde die spannende Frage. Das Blut wird auch nicht großartig weggemacht. Da waren auch immer noch so auf dem Holzboden noch teilweise auch noch einfach überlackierte Blutspritzer und so eine Sachen dann halt, ne? Also ich finde die spannende Frage, und das war auch für uns, als wir die Serie entwickelt haben, echt die spannende Frage ist, was ist der Reiz da? Also für diese jungen Männer, es sind ja alles junge Männer, die da reingehen, was finden die geil daran? Warum gehen die da rein? Und das war dann teilweise wirklich so absurd. Also ich habe ja wirklich ein Jahr lang an diesem Stoff, an dieser Serie gearbeitet und
extrem viel recherchiert und dann, als es dann kurz vor Dreh war, bin ich mit den beiden RegisseurInnen auch nach Marburg gefahren, habe da zwei solche schlagenden Studentenverbindungen besucht. Und du hast ein Jahr recherchiert und kommst da rein und bist trotzdem erschlagen, wie sehr die alle diese Klischees erfüllen. Mhm. Also einmal, obwohl du Dokus und Bilder gesehen hast, wie fett diese Villen sind, und dann erinnerst du dich an deine Studentenzeit und deine WG so. Die sind wirklich und schön. Aber auch, wie die auftreten, ne? Also wenn ich mich dann dran, also ich hatte eine sehr geile und eine sehr wilde Bachelorzeit. Ich hatte in der WG gewohnt mit meinen besten Kumpels. Und das war geil. Und dann stehst du da so einem 20-Jährigen gegenüber mit dem krassesten Stock im Arsch, der so klischeehaft steif dir gegenüber tritt. Und du denkst, okay, ich muss das Drehbuch nochmal überarbeiten. Das war noch nicht genug Klischee irgendwie. Ja. Und der Stock, der in ihm steckt, war nicht hart genug. Genau, exakt. Und wir haben, ich hab den 2 Stunden lang versucht dazu zu bringen, mich zu duzen. Weil das für mich, also, ach krass, echt? Ja. Und er hat es nicht geschafft. Es war so unfassbar, ja. Er ist immer wieder ins Sie verfallen. Und dann fragst du die, warum seid ihr denn hier? Was findet ihr spannend daran? Dann sagen die dir, also die kennen natürlich die Klischees und versuchen da auch so gegenzuarbeiten. Das hast du ganz krass gemerkt. Und dann sagen die dir so, ja, also 2 Sachen. Eine Sache, ich finde so toll, dass man hier so unterschiedliche Leute kennenlernt. Und dann schaust du die an und die sehen halt einfach alle identisch aus. Ja. alle in Hamburger Seitenscheitel so. Ja, genau. Einer mit einer Hornbrille. Poloshirt, Chino und Segelschuhe. So. Wow. Ja, und ja. Studieren alle VWL oder Jura. So. Und witzig, der eine Fuchs, der als ich noch da war, der hat BWL studiert, ist verarscht worden, weil alle anderen Juristen. Ach, krass. Ja, und zweiter Punkt, was sie dann immer sagen, ja, hier wirst du halt zum Mann. Und dann denke ich so an meine Bachelorzeit, wo ich halt irgendwie zum ersten Mal zu Hause raus bin aus diesem Schule und Elternhaus und Reglementierung und das erste Mal wirklich so frei gewesen, alleine für dich verantwortlich. Und die gehen halt in eine super krass geregelte Umgebung, wo sie 5 bis 6 Mal die Woche ihr Fechttraining haben, wo sie immer zusammen zu Abend essen. Die haben oft haben die einen Koch und einen Haushälter, der dann im Keller wohnt. Sind dann auch oft eher so Menschen mit Migrationshintergrund, die dann halt schlecht bezahlt, oder ich weiß nicht, wie sie bezahlt werden, aber auf jeden Fall in dieser Verbindung im Keller wohnen und denen hinterher putzen und so und denen das Essen kochen. Und die sagen dir, ja, hier wirst du halt erwachsen und zum Mann. Und ich denke mir so, Alter, ihr dummen Jungen. Ne? Wie oft hattest du es beim Bewerbungsgespräch, dass der Typ dir gegenüber plötzlich die Boxhandschuhe rausgeholt hat? Da musst du aber dann antworten können. Ich muss mal kurz was sagen, also ich bezweifle sehr stark, dass es mehr als eine Handvoll Menschen gibt, die in Studentenverbindungen sind und uns hier zuhören. Das bezweifle ich wirklich sehr stark. Ich glaube, 1% aller Studenten sind in Verbindungen. Ne? Und ob die dann Kack- und Sachhörer sind. Es gibt ein Spektrum. Es gibt auch Moderne. Die hören Bart und Stahl, der Siegespodcast. Es gibt wohl auch Moderne und liberale Studentenverbindungen, die locker und entspannt sind. Weil das Grundprinzip, dass sich Studenten zusammenschließen und so einen Club gründen, wo man sich gegenseitig unterstützt, ist voll geil. Ist ja eigentlich eine geile Idee. Ach, fick dich, du Blauband. Nee, ohne Scheiß. Eigentlich eine gute Idee. Aber nur, dass wir uns klar verstehen, es sind nicht alles Nazis, nein, aber es ist schon eine eher sehr konservative Welt, in die man da eintaucht, oder? Ich stimme dir auch zu. Also ich habe auch so ein bisschen, als ich dann da vor Ort war, ich habe auch den Reiz ein Stück weit verstanden. Also wie ich gemeint habe, ich hatte auch eine geile Studienzeit. Ich habe mit meinen 3 besten Kumpels irgendwie in einem Haus zusammen gewohnt. Und das ist da halt auch so das Ding. Du hast Kameradschaft, du hast irgendwie deine Leute, mit denen du zusammen wohnst, mit denen du jeden Abend zusammen trinkst. Ich verstehe schon auch, wo da der Reiz ist. Und wir haben da auch Wert drauf gelegt in unserer Serie, dass wir das auch darstellen, dass wir das jetzt nicht irgendwie verteufeln. So. Aber es kommt dann halt echt schnell an so Grenzen, wo ich es nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich mir denke, ey, ich bin jetzt auch so ein Medienheini, so ein Kreativer, da kommt man da eh nicht gut an. Linksgrün versiffter. Farb würde sagen, Berliner Kunstwichser. Ja, genau. Ich liebe Farb, aber würde er wahrscheinlich sagen. Aber wenn er recht hat, hat er recht. Ja, es ist halt auch einfach, die meisten treten halt in solche Verbindungen ein, weil genau das ist es dann. Eine Verbindung. Ja.
manche, du bist auf Lebenszeit drin, selbst wenn du da noch fertig bist, wenn du ein alter Herr bist oder so, die verpflichten dich ja dann auch, dass du einen Teil, Prozentsatz deines Gehaltes dann an dieses Haushalt abgibst, damit die sich halt finanzieren können. Genau, so. Das ist auch die Erklärung, wie das überhaupt funktioniert. Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber ja. Im Gegenzug dazu, und deswegen lockt das halt so viele junge Leute halt auch an, da sitzen Leute, die gute Positionen in Beratungsfirmen oder sonst wo halt irgendwie halt auch haben oder in der Politik halt auch sitzen, und die locken ganz offenkundig mit Vetternwirtschaft, so ist es nun mal. Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie heißt das Prinzip? Lebensband? Lebensbund, ja. Lebensbund. Pass auf, das ist mega spannend und eigentlich ein geiles Konzept. Nicht alle, aber viele dieser Verbindungen funktionieren nach diesem Lebensbund-Konzept. Und zwar funktioniert das so, in unserer jetzigen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland haben wir ja eine Solidargemeinschaft, die so funktioniert. Leute, die arbeiten können, zahlen für die Leute, die zu alt sind, um zu arbeiten. Also wir, die Arbeitendes, das arbeitende Volk, wir finanzieren praktisch den Rentnern die Rente. So funktioniert ja unsere Solidargemeinschaft in heutigen Sozialstaaten. Grob gesagt. Genau. Und bei den Studentenverbindungen funktioniert das ja genau andersrum. Wenn du fertig bist mit dem Studium, verpflichtest du dich dazu, den jungen Leuten, die noch studieren und deswegen wenig Kohle haben, das günstige Zimmer in der geilen Villa zu ermöglichen. Und das ist eigentlich als Konzept voll geil. Ja, total. Das ist mega clever. Ich meine, was hast du für Unkosten, ne? Du hast eine Häusermiete, die im Zweifel von einer riesen Villa schon ewig lange abbezahlt ist. Ja, die, ne? Häuser sind meistens abbezahlt. Genau, die kriegen ja Geld da um, ich glaube, Anzüge, Waffen, Unkosten, Haushälter, Essen und vor allen Dingen Bier zu bezahlen. Ja, Mann. Ja, und das Konzept ist geil. Natürlich führt das in der Praxis dazu, dass elitäre Kreise noch elitärer werden, weil die Anwälte sich alle ihre Jobs gegenseitig zuschanzen und von außen hast du keine Chance reinzukommen. Grundsätzlich, ja, ein Rabe dem anderen kein Auge aushackt. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, aber ich hab den Satz gehört in irgendeiner Doku oder Reportage über dieses Studentenverbindungsleben. Es schnürt dich ein, es schränkt dich ein, aber es gibt dir auch Halt. Ja, also und das ist, glaube ich, echt dieses Ding, dieses Halt-Ding. Was ich auch, also ich habe ja viel darüber nachgedacht und das ist auch so ein bisschen das, wo ich am Ende gelandet bin. Ich glaube, so wie linksgrün versifft, wie wir alle sind, es gibt eben auch Leute, denen das irgendwie so ein bisschen Angst macht oder die verunsichert so. Und dann ist eben gerade diese Rückbesinnung auf so Traditionen, auf dieses ganze Reglementierte, das ist das halt eben, wie du sagst, was da, glaube ich, der größte Reiz an der Sache ist. Kann ich voll verstehen, dass es Bock macht, in so einer Gemeinschaft dabei zu sein, also so in der Theorie. Ich meine, ich kenne es ja im ganz Kleinen durch diese Internatshäuser und das ist schon geil, wenn du da so deinen festen Tanzbereich mit immer den gleichen Leuten hast, diese festen Rituale, gut, bei uns war es Hausaufgaben machen und essen, aber weißt du, wenn du das jetzt ausweitest, ne, und einmal im Jahr ein Fußballturnier, aber das hat schon einen gewissen Reiz, gerade als junger Mensch, wo du nicht weißt, wohin mit dir. Mhm. Ne, also junge Menschen neigen ja dazu, logischerweise komplett verwirrt zu sein. Junge Menschen werden mir jetzt widersprechen. Wartet mal, bis ihr 25 seid, dann wisst ihr, was ich meine. Und da sind solche Dinge natürlich super lockend. Ich meine, mich haben sie damals auf ein Internat gekriegt, also meine Eltern, indem sie mit mir da hingefahren sind und mir gezeigt haben, wie das aussieht da. Und dann dachte ich, hier bleibe ich für immer. Mhm. So, ne? Und klar, mit 18 bist du da auch nicht so wahnsinnig viel reifer. Siehst halt diese geile Bude, diese Trinkhalt und den Papst. Und du denkst so, ja, Alter, hier will ich bleiben. Ja. Ne? So ein Papstbecken brauchen wir auch fürs Kacki-Studio hier, Alter. Ja, das stimmt. Ja, wir können gleich auch nochmal über das Pendant in den USA sprechen, müssen wir, wegen unserem Film Old School. Also wir hätten gerne für die Folge heute, wie gesagt, einen Film ausgewählt, wo die deutsche Studentenverbindungsszene beleuchtet wird, aber die gibt's einfach nicht. Oder zumindest nicht relevant. Ich glaube, es gab nicht einen relevant. Tatort, den ich aber auch nie geguckt habe, so, und Füchse ist ja noch nicht erschienen. Ja. Es gibt diese seltsamen Initiationsriten, also diese Rituale, wo Leute eingeführt werden. Zum Beispiel Presssaufen oder dieses Fechten. Das ist ja auch so ein Ritual, so ein Initiationsritual. Es gab vor Jahren einen Skandal bei der deutschen Marine auf der Gorch Fock, diesem Ausbildungsschiff, wo es brutale und ekelhafte Initiationsriten gab, wo Leute durch Planschbecken aus Kotze kriechen mussten, wenn ich mich richtig erinnern mag. Da gibt's voll die
schlimmen Beispiele, auch im Film Oldschool, machen die ja so seltsames Zeug wie Schleim catchen oder dass die sich so schmerzhafte oder peinliche Prüfungen gegenseitig auferlegen. Wie einen Stein an die Eier binden und runterschmeißen. Ja, bei The Social Network ist das ja auch, dass die, wenn die, Gott, wie heißt das denn, wenn die geklopft werden, also wenn Andrew Garfields Figur geklopft wird, glaube ich, wenn er einen Brief kriegt für die Einführungstest vom Brazilian, und dann da halt auch in Eiseskälte Fragen beantworten muss. Und wenn er die falsch beantwortet, muss er ein Kleidungsstück nach dem anderen ausziehen. Mhm. Und die müssen saufen währenddessen dann halt auch. Ja, so. Ja. Ja, das ist ja so ein klassischer toxisch-männlicher Klischee-Scheiß, dass du so gefährliche Mutproben machst. Jetzt sagen die vier Männer hier am Tisch, ja. Ja, ey, ganz ehrlich, haben wir auch gemacht. Jeder von uns würde in seiner Jugendzeit irgendwas gemacht haben, das in diese Richtung geht. Ja, klar. Seltsame Mutproben. Ah, wie viele Spinnen habe ich gegessen? Und ich habe eine super interessante Erklärung dazu gefunden, warum Leute, besonders Männer, so eine Scheiße machen. Denn es gibt ein ganz einfaches psychologisches Kochrezept. Gemeinschaft plus das Überstehen einer schwierigen Situation ergibt Verbundenheit und Penis. Und einen Adrenalinkick. Wenn wir gemeinsam irgendwo hingehen und eine gefährliche Situation überstehen, dann schweißt uns das viel krasser zusammen, wie wenn wir jahrelang zusammen podcasten. So, wenn wir gemeinsam einen Klappmesserangriff überleben, dann schweißt das mega zusammen. Ich habe Johnnys Tattoo, seinen Namen auf meinem Arsch tätowiert und er meinen. Wenn sie wüssten, was wir durchgestanden haben, würden sie nicht fragen. Und bei diesen, egal ob es bewusst oder unbewusst geschieht, bei diesen seltsamen Initiationsriten macht man nichts anderes, als diese Situationen absichtlich herbeiführen. Wie bei dem Fechten, bei der Mensur. Und es ist aber, also auf jeden Fall. Und es ist aber auch so ein bisschen dadurch, dass es so reglementiert ist, du hast halt deinen klaren Weg. Also wir haben auch bei uns in der Serie so eine Szene, da fragt die Hauptperson, wenn sie irgendwann anfängt, an diesem ganzen Konstrukt zu zweifeln, fragt den anderen Fuchs, ey, macht dir das hier eigentlich Spaß? So, und der muss dann zugeben, nee, jetzt nicht. Aber irgendwann bin ich ja kein Fuchs mehr. Dann bin ich ja aktiver. Und dann sagt die Hauptfigur, ja, und dann kannst du die neuen Füchse triezen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt so, ne? Das kommt auch noch hinzu. Ja klar, aber das ist ja im Prinzip ein ähnliches Mittel, mit der im Militär gearbeitet wird. Jetzt heute vielleicht nicht mehr in der Bundeswehr. Azubis. Aus der Azubi-Welt kennst du das auch so, ne? Von oben nach unten treten. Die unten sind, bilden eine Gemeinschaft, ne? Also man soll den Sergeant nicht mögen, man soll ihn hassen, weil dann bist du ein richtiges Team. Und das Gleiche machst du dann halt in der nächsten Generation. Na, bei Azubis habe ich es nie ganz verstanden, weil du da nämlich keine Gruppenbildung hast. Das ist komplette Willkür. Aber im Militär oder so, da ist das schon sinnvoll. Das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Ja. Aber um nochmal kurz zurückzugehen zu diesem Kick-Ding. Stell dir vor, du hast diesen Fight hinter dir mit diesem albernen Fechten. Und dann hat Hans halb ein Auge verloren. Und Peter hat eine fette Narbe an der Backe. Und Markus hat sich vielleicht kurz eingeschissen, ist aber doch dann geschafft, standzuhalten. Boah, haben die geschwitzt, boah, hatten die eine Angst, bevor das losging. Aber hinterher haben die geilste Party ihres Lebens und reihen die Bude voll und das Adrenalin ist oben und die sind alle happy, dass die gemeinsam das erlebt haben und sind dann wirklich zusammengeschweißt. Vor allem haben die im Zweifel so viel Scheiße dann miteinander durchgehabt. Ja. Dass man sein Leben lang praktisch voneinander abhängig ist, weil das Geschichten sind, die nicht an die Öffentlichkeit sollen. Ja. Und damit meine ich im Zweifel nicht mal direkt Bestechung, sondern dieses Wissen untereinander. So, ne? So eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Genau. So. Das ist halt diesen Scheiß zusammen gemacht. Das ist dieses Fight Club-Prinzip. Darauf beruht die Story auch bei Fight Club, dass die sich halt was holen, was sie woanders nicht kriegen. Gut, das ist jetzt bei diesen ganzen Bürohengsten dann halt so. Aber ja, auch was durchmachen, was sie dann meinen, sie miteinander verbindet, nämlich ein Kampf. Ja. Wirklich so mit den nackten Fäusten. Genau. Mhm. Und du gehst halt irgendwann so weit, dass man auch mit anderen, mit Außenstehenden gar nicht mehr darüber sprechen kann. Du brauchst die Verlesung der Regeln, du redest nicht über den Fight Club, brauchst du im Zweifel ja gar nicht. Weil spätestens, wenn du irgendeinem, keine Ahnung, Geschäftsführer die Fresse poliert hast, können die beiden eh nicht in der Öffentlichkeit darüber reden, warum das so ist. Ja, ja, stimmt, ist ja so. Das ist wie beim Fight Club. Erste Regel des Fight Club, man spricht nicht über den Fight Club. Ja. Auf die Idee sind wir bei der Fight Club-Folge überhaupt nicht gekommen, dass das voll die Parallelen hat zu diesen Geheimgesellschaften, stimmt, wie Studentenbünden. Danke, Todd Phillips.
Ja. Du hast unsere Augen geöffnet. Dank dir verstehe ich Fight Club. Absolut. Ja. Und es gibt ja mittlerweile auch diese, es gibt ja auch mittlerweile auch Frauenverbindungen. So, das ist eine relativ neue Entwicklung, ich weiß gar nicht seit wann, aber es gibt mittlerweile auch Studentenverbindungen in Deutschland, wo dann nur Frauen zugelassen werden. Ist halt nochmal eine krassere Minderheit in der Minderheit, glaube ich. Ne? Ja. Aber obwohl das mich, da noch viel mehr Sinn macht. Da habe ich mich noch da hab ich alle mich, organisiert von Schwester Eva, dann ist das aber nicht gut. Das meine ich jetzt nicht, aber ja. Nee, habe ich mich nicht so tief mit beschäftigt, aber was ich auch mal so am Rande mitbekommen habe, ist, dass man könnte ja meinen, okay, jetzt gibt es eine Frauenverbindung, das ist dann bestimmt die liberalere, tolerantere Variante. Also was ich gehört habe, ist, die versuchen halt den Männern komplett nachzueifern und dann eher noch krasser zu sein, ne? Woher wissen die denn überhaupt, was bei den Männern abgeht, wenn die da nie sein dürfen? Woher wissen wir das? Ja. Filme, Bücher, Reportagen. Ja. Ja, krass. Und so schwer ist es jetzt ja dann nur auch nicht, ne, irgendjemanden zu finden, der davon mal was erzählt. Aber krass, dass ihr da als Drehbuchautoren vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass ihr überhaupt zu so einer Verbindung gehen durftet, um dort zu recherchieren, weil das scheint wohl mega schwer zu sein, in diese Welt einzutauchen. Also natürlich super schwer und da bin ich auch ganz froh, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, also ich hatte dann ja irgendwann noch einen Co-Autoren, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, dafür gibt es dann eine Produktionsfirma und da musste eine arme Angestellte in der Produktionsfirma musste deutschlandweit irgendwelche Studentenverbindungen abtelefonieren und die irgendwie bearbeiten und so und versuchen, die dazu zu bringen, mit uns zu reden oder uns reinzulassen. Aber genau daher weiß ich es halt auch, dass es dann eben, auch wenn sie auf ihren Webseiten oder sonst wo so tun, als wäre es anders, dass die dann doch extrem verschlossen sind. Aber genau, es ist halt auch das, was ich vorhin meinte, die wissen ja, was die Klischees und was die Vorurteile sind. Und wie gesagt, wenn es dann heißt ZDF, also dann wissen die, dann haben die auch ein Gefühl, dass es jetzt wahrscheinlich nicht in ihrem Sinne verlaufen wird. Galileo bessere Karten. Und insofern waren wir, waren wir dann auch echt froh, dass wir Leute, und wir hatten tatsächlich am Ende auch Leute, die am Set beim Dreh aktive Mitglieder, die da dabei waren. Und auch unsere, wir haben ja auch eine Mensur-Szene, also es wird auch gefochten in der Serie. Und wie gesagt, das kann jetzt so ein Schauspieler schlecht darstellen. Da haben wir tatsächlich gedoubelt mit aktiven Mitgliedern aus diesen Verbindungen, wo ich auch ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht ganz mein Gewerk, so, ich bin ja Drehbuchautor und kein Regisseur, wo ich mich dann aber auch gefragt habe, was habt ihr denen denn erzählt, um was es geht in der Serie? So, also da bin ich auch mal gespannt, ob ich irgendwann noch Drohbriefe oder irgendwelche bösen Nachrichten bekomme. Von so einer Burschenschaft, ja, da musst du aufpassen, Mann. So von wegen, ihr habt uns doch erzählt, ihr stellt uns voll toll da. Ja, keine Ahnung. Ich meine, das sind tatsächlich teilweise sehr hochkarätige Leute, ne? Ich meine, vor etwa zweieinhalb Jahren war einer der berühmtesten Verbindungsleute in Deutschland Armin Laschet. Mhm. So, ne? Also die sitzen halt wirklich bis ganz oben. Okay. Logischerweise, das ist der Sinn der ganzen Veranstaltung. Ja. Laschet war in irgendeiner katholischen Verbindung. Ja, kommt da und wirft mit Bibeln. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die schlagend war, keine Ahnung. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß. Ja, die Katholiken glaube ich eher weniger meistens. Kann sagen, die sind dann eher die so. Die Katholiken machen das anders mit dem Schlagen. Selbst Geißelung. Die machen es unter der Gürtellinie dann. Nee, also keine Ahnung. Ganz, also andere, ganz andere Art von Fechten dann. Kein Schimmer, was der Mann in seiner Verbindung getan hat. Ohne Gürtel. Eine blaue Verbindung ohne Gürtel auf nackte Jungenärsche wird da geschlagen. Ja, Mann. Und Jessica gerufen. In nomine Pardi et Syphilis Sancti. Ja, wunderbar. Trink Spiritus Sancti, ja. Absolut seltsam. Absolut seltsam. Merkwürdig. Echt krass. Also wirklich merkwürdig. Ja, und vor allem, die schaden teilweise ja auch ihrer eigenen Reputation. So kenne ich das aus meinem Umfeld. Ne? Richard ist jetzt nicht gerade der größte Freund, den ich kenne in Sachen Studentenverbindungen. Ach so, der findet die Leute, die da rauskommen, auch richtig klasse. Weil die alle nicht saufen können. Ja, ich kenne das von Ramona, die hat halt in Marburg studiert. Wenn du Jurist bist, ist sie sofort skeptisch, ob du überhaupt in ihren Augen ein Mensch bist, mit dem man sich theoretisch unterhalten kann, normal. Weil die immer an diese Verbindungswichser aus Marburg denken muss. Marburg? Bei Juristen, BWL und VWL, hat die sofort einen Hals. Mhm. Wegen dieser Wichser da in Marburg. Marburg ist da auch wirklich ein hartes Pflaster, weil Marburg halt krasse Studentenstadt ist. Krass ist ja links. Auch winzig. Ja, und dadurch in der Allgemeinheit krass links, aber gleichzeitig super
traditionelle Studentenverbindung statt. Ja. Die jede Party wohl ruinieren. Und ich muss auch sagen, wir haben uns wirklich Mühe gegeben, irgendwie fair zu sein und ambivalent das Ganze zu erzählen und mit Graustufen. Aber natürlich habe ich eine Haltung so als Autor. Und als ich aber dann dort war und mit denen geredet habe und die mir erzählt haben, wie sie angefeindet werden auf der Straße oder in den Kneipen so, ich hatte dann auch ein Stück weit, hast du dich selbst dabei ertappt, wie du auch Mitleid bekommen hast. So, ne? Klar, muss ich, das ist ja eine Frage der Perspektive. Ne? Ja. Für die ist das natürlich scheiße, dass Marburg aus 80% links-grün versifften Lehrerinnen und Psychologinnen besteht. Ne? Aber auf der anderen Seite, also laut Ramona, wenn die da auf irgendeiner Party aufgetaucht sind, also die Jungs, dann konntest du als Frau sagen, der Abend ist vorbei. So, dann hast du halt geguckt, dass du den Laden wechselst, weil die wohl sehr, sehr unangenehm nachts werden. Jetzt haben wir hier bei unserem wunderbaren Film Old School ja aber eine amerikanische Studentenverbindung vor uns. In diesem Film natürlich nur eine eigentlich fingierte. Ja, aber das Thema Studentenverbindungen ist im Hollywood-Film viel präsenter als im deutschen Film. So American Pie, House Bunny, Bad Neighbors, die Monster-Uni, Ich glaub, mich tritt ein Pferd, im englischen Animal House ist ein relativ klassischer Hollywood-Film über so Studentenverbindungen. Drawn Together. Social Network. Zum Beispiel. Und die amerikanischen Studentenverbindungen haben eine ähnlich lange Tradition und Geschichte wie die deutschen, sind aber in vielen Aspekten ganz anders so von den Klischees. Also was wir hier auch haben, ist dieses Komasaufen, dieses bis zur Bewusstlosigkeit Saufen. Ja, ist wohl ein Riesenproblem tatsächlich, nicht nur in den Filmen, sondern auch in der Realität. Es gab da in den letzten Jahren einige Fälle, wo Leute gestorben sind bei Verbindungspartys, weil sie besoffen von Dächern gefallen sind, weil es eine Weile lang wohl ein Trend war, auf dem Dach vom Haus oben ohne rumzuhängen und sich volllaufen zu lassen. Ja. Hätte ich in dem Alter voll mitgemacht. Und ja. bei den amerikanischen Studentenverbindungen ist es aber ganz anders. Was bei den deutschen Burschenschaften der Nationalismus und der Konservativismus ist, das ist bei den Amis Vollsuff und Prahlerei mit sexuellen Kontakten. Es gibt im amerikanischen Slang sogar einen Begriff für dieses Studentenleben, sich volllaufen lassen und mit allem bumsen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die nennen das Greek Life. Das griechische Leben. Und da sind sie wieder, die alten Griechen. Weil die Namen der Studentenverbindungen in den USA sind meistens ja so drei griechische Buchstaben. Ja. Pi, Alpha, Omega. Ja, bist du Beta, Zeta, Eta, Schwester? Aber oder das habe ich mich schon Alpha, mal gefragt, Beta, Rönrad. Wo das herkommt. Also ich bin echt gespannt, was du da jetzt hast. Du, das kann ich dir tatsächlich, das hat mich Tobi gefragt im Studio. Da meinte ich, keine Ahnung, fragen wir doch mal ChatGPT. Da habe ich ChatGPT gefragt, habe es nochmal nachgeprüft. Ist ganz einfach. In den frühen Tagen der Ami-Verbindungen war es so, dass die sich gerne solche griechisch anmutenden Namen gegeben haben, um intellektuell zu wirken. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Ach, diese biersaufenden, idiotischen Katholiken. Nein, so Presbyterianer, Entschuldigung. Presbyterianer. Fertig. Hier, Beispiel. Diese alle kamen auf der Gayflower. Weil, das ist so konträr. So heißen Studentenverbindungen in Deutschland. Burschenschaft Germania Königsberg. Landmannschaft Harmonia Marco Natangia. Korps Albertina. Die waren übrigens alle drei aus Hamburg, ne? In Karlsruhe gibt's noch die Karlsruher Burschenschaft Teutonia. Ich habe übrigens versucht rauszufinden, bei welcher Studentenverbindung in Karlsruhe ich damals saufen war, hab's nicht mehr rekonstruiert gekriegt. Bei uns heißt sie Gotia. Korb Gotia. Bei den Amis haben die Namen wie Alpha Tau Omega oder Phi Kappa Psi. So, das ist beides auf seine Art gleich dumm, ganz ehrlich. Ja. Genau. Und, aber das eine ist, also die amerikanische Version ist leichter zu merken. Ja, in England. Ja, wenn England einfach heißt, alle Germania oder Teutonia heißen, kann man sich auch ganz gut merken. Ich muss zu den Germaniern. Zu welchen? Egal. Ja. Das ist dann halt so, wenn du in England bist, da bist du halt ein Gryffindor, Slytherin oder ein Hufflepuff, so nicht besser. Ja. Du bist so ein Ravenclaw. Und die... Alter, ein Maulapfelpuff. Die Subkultur der Studentenverbindungen in den USA ist auch super seltsam. Also bei denen finden wir nicht dieses erzkonservative Auftreten mit Yachtclub, Polohemd-Outfit
Und dieses stocksteife, Karnevalssitzungsartige, das finden wir bei den Ami-Verbindungen weniger bis gar nicht. Kommt auf den Club an. Wie kommt, gesagt, ja, kommt die auf Finals den Club an. Clubs, ja. Wo die Winkelwösse waren, da ist das nochmal was anderes. Wie gesagt, auch da gibt's ein Spektrum. Also die wirken von außen sehr viel lockerer und liberaler, diese amerikanischen Verbindungen. Aber das scheint auch ein super stranger Mikrokosmos zu sein. Mit abgefuckten, krassen Ausschweifungen und heftig. Also auf gute Partys stehen wir ja. Aber es gibt auch mega viele Berichte über Diskriminierung innerhalb dieser Clubs oder auch nach außen, dass zum Beispiel schwarze oder asiatisch aussehende Menschen in diese Clubs nicht rein dürfen, in bestimmte Clubs, wo irgendwelche Sachen geleakt wurden oder wo irgendwelche Aussteiger berichtet haben. Ganz schlimm in den USA scheint der Mikrokosmos der Sororities, der Schwesternschaften zu sein, also der Frauenstudentenverbindungen, wo die Rede ist über ganz schlimmes, toxisches Verhalten, wo Leute wirklich systematisch untergebuttert und gemobbt wurden, wo Leute zum Sex gezwungen wurden im Rahmen von solchen Initiationsriten. Hazing nennen das die Amerikaner, wenn Füchse, bei denen Juniors zu peinlichen Sachen gezwungen werden, also in peinlichen Klamotten oder nackt in der Öffentlichkeit auftreten. Es gibt da krasse Berichte darüber, wie auch Leute zum Sex gezwungen werden, so von wegen, ey, ihr müsst jetzt der Hockeymannschaft hier einen runterholen und wer das am besten macht, der darf bei uns Mitglied werden. Uff. Tolle ja. Welt. Yay. Leck mich am Arsch. Und geistige Elite. Ja. Ja. Die werden dann Senatoren und Senatorinnen, ja, na gut. Ja, gut, selber Job, der anderes Outfit. Ne? Aber wie gesagt, bei uns halt auch nicht anders, ne? Vielleicht der umgekehrte Weg, aber das sind unsere geistigen Eliten, von denen ja, wir hier sprechen. Wunderbar. Vor allem, ich finde immer so geil, dass bei diesem Ganzen immer so, ne, wir sind hier, wirst du zum Mann, wir sind eine eingeschworene Männerschaft, wir schlagen uns, wir saufen, Frauen sind auf dem Haus nicht erlaubt, aber schwul sind wir nicht. Ja. Guter Punkt. Guter Punkt. Diese Pornohefte werden meine Mannschaft davon abhalten, homosexuell zu werden. Für mindestens 2 Wochen. Ja. Das sagt ausgerechnet er. Arr. Aber interessanterweise in den USA sind diese Studentenverbindungen noch heute viel, 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 viel mehr verbreitet als in Deutschland. Mhm. Weil das tatsächlich heute noch da ein gesellschaftliches Bedürfnis ist, weil das amerikanische Unisystem ist in vielen, vielen Aspekten mega unterschiedlich zum deutschen, unter anderem in dem Fakt, dass die Studenten da meistens mega weit von zu Hause entfernt wohnen. Das ist ja auch einfach die besten Unis, die wir auch so als Europäer kennen oder die in den Rankings immer auftauchen, hier Harvard, Yale, you name it halt, Princeton, so, ne? Princeton, dankeschön. MIT, ja. Ja, dass das nicht die besten Unis sind, sondern die prestigeträchtigsten, so Harvard mit teuerste oder so, ist aber nicht mal die beste Uni halt tatsächlich, es ist einfach nur die prestigeträchtigste. Und wenn du dann da hinkommst und auch mit anderen prestigeträchtigen Leuten in Kontakt trittst, bei denen die Eltern möchten, dass sie prestigeträchtig studieren, ja, dann ist das Unisystem eigentlich nur noch ein Country Club mit Abschluss. Ja, aber weißt du, allein das Geografische, es klingt banal, aber wenn du in Deutschland von zu Hause wegziehst und studieren gehst, deine Familie wohnt in Berlin, du studierst in Marburg, fährst du Zug 3 Stunden, Pillepalle. Also die krasseste Entfernung, so, die du in Deutschland machen kannst, ist so Kiel, München ungefähr, fährst du 6 Stunden mit dem ICE und hockst vielleicht noch 1 Stunde in Regionalzügen oder so. In den USA ist das noch viel krasser. Yeah. Wenn du in den USA an eine Uni gehst, die 3-4 Bundesstaaten entfernt ist, kann es sein, dass du das nur mit einer Flugreise überbrücken kannst und nur einmal im Jahr es dir überhaupt leisten kannst, deine Familie zu besuchen. Ja, in einer anderen Zeitzone plötzlich bist. Wenn du aus New York kommst oder so, von der Ostküste in die Westküste und du studierst an dem jeweils anderen Ende, hast du entweder 3 Stunden drauf oder 3 Stunden weg. So. Ja. Zusätzlich ist es bei den Amis an vielen Universitäten so, dass der Unicampus die Stadt ist. Also da gibt's viele Städte und Gemeinden, die um Unis rum entstanden sind. In so kleineren Universitäten ist es so, dass du nur das Unileben hast. So, du hast nur den Campus. Und die Stadt oder das Örtchen drumherum, das sind ein paar hundert Leute. Ja, wie bei Oldschool. Dieses Dorf drumherum gehört ja der also, Uni. Wir haben das auch in Mittweida damals mitgekriegt, als wir da unsere letzten Prüfungen und so halt machen mussten oder unsere Arbeiten abgeben mussten. Die Stadt hat 15.000 reine Einwohner, die da sind, ne?
Offiziell hat Mittweida aber über 30.000, der Rest sind die Studenten. Ja, so sieht es in Marburg auch aus. Bei den, das ist einerseits voll grauenhaft, weil du in den USA als Student oft komplett abgekapselt bist von der Außenwelt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch ganz geil, was da, weil es da, so wird berichtet, häufig so ein richtig lebendiges Unileben gibt, wo sich auch deine Hobbys an der Uni abspielen, wo es so ein richtiges Programm gibt, wo eine richtige kleine Stadt, die Universität ist eine kleine Stadt. So, und wenn du so abgekapselt in diesem Mikrokosmos lebst, ist es, glaube ich, super sexy, in so einem Club, vielleicht sogar in einem beliebten Club zu sein, der da existiert. Ich stelle mir das amerikanische Unisystem, so wie ich das von der medialen Verbreitung und so kenne, einfach ultra geil vor. Ich hätte da damals so Bock drauf gehabt. In so einer amerikanischen Studentenverbindung, die werden ja auch nochmal ganz anders getreten als bei uns, was den Stoff angeht, ne? Also je nach Uni, logischerweise, in der du bist, hast du ja ein viel höheres Lernpensum als in den meisten Unis in Deutschland. Und ich finde diese Mischung aus sehr hohen Ansprüchen innerhalb der Fachrichtung, als auch dein ganzes Leben findet da statt. Dementsprechend kannst du auch ausschweifend sein, weil du eben nicht, weiß ich nicht, eine Stunde bis dahin brauchst, sondern das ist alles irgendwie vor Ort. Fand ich als junger Mann und finde ich auch heute noch total spannend. Bei den Amis hinzukommt, Thema Saufen, ist es so, dass Alkohol in den meisten Staaten erst ab 21 erlaubt ist. Das heißt, die meisten Leute, die an die Uni kommen, neu an die Uni kommen in den USA, die sind erst so tatsächlich 17, 18, vielleicht höchstens 19. Die Freshmen. Die dürfen noch gar nicht offiziell saufen. Viele haben noch gar keine Erfahrung mit Alkohol. In den USA gibt's ja auch, das habe ich jetzt schon ganz häufig auch miterlebt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mal ein Jahr in den USA waren oder so. Unser Tourhelfer und Kameramann Kai, der war ja auch mal ein Jahr an der Highschool in den USA. Und es gibt in den USA eine ganz krasse Kultur des heimlich sich volllaufen lassen, weil es eigentlich verboten ist. So, das ist illegal. Aber hinter verschlossenen Türen gibt man es sich dann einmal im Monat ultra brutal. An den meisten Unis ist Alkohol auch pauschal verboten, auch für Volljährige, aber es wird trotzdem heimlich ausgeschenkt natürlich. Es werden trotzdem heimlich die Weinpullen und Weingläser unter der Theke verteilt und man lässt sich heimlich hinter verschlossenen Türen volllaufen. Und umso härter, glaube ja, ich. Dann. Ja, umso so. Also wir sind ja alle irgendwie sozialisiert, seit wir 15 sind oder so. Und ja. Cannabis ist schlecht, aber als Dorfkind mit 13 hacke dicht am Wochenende in der Ecke liegen. Genau. Ja. Aber ich glaube, das sind jetzt Klischees, aber mir kommt es wirklich oft so vor, wenn ich das mitkriege, dass das so ist. Ja, ist doch also amerikanisches. Kennt ihr irgendwen, der vom Land kommt und sich nicht zum ersten Mal mit 13 oder 14 hat volllaufen lassen? Ja, das. Ja. Das also ist halt das, doch einfach ja, so. Also ich weiß auch nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich glaube, du lernst auch ein Stück weit einen Umgang damit. Und wenn du halt heimlich ja, logisch. Mit 18 bis 21 irgendwie heimlich immer noch gucken musst, wie du an den Alkohol kommst und dann wahrscheinlich, auch wenn es den Begriff da nicht gibt, Presssaufen musst, weil du weil du nicht offiziell in der Kneipe sitzen darfst. Also ich glaube nicht, dass das die beste Lösung ist. Ja, also das ist ein super Beispiel halt für dass Verbotspolitiken einfach nicht funktionieren, was Konsum angeht. Wir hatten es letztens in der Brooklyn Nine-Nine-Folge, dieses wunderschöne Zitat hier von diesem Drogenpusher, so das ist so und so, er ist Kokspusher oder sowas. Und er antwortet nur, Alter, Drogen werden nicht gepusht. Die Leute lieben Drogen, sie kaufen alles. Weißt du, so, ja, es bringt nichts, das zu verbieten, weil dann passiert nämlich genau sowas. Ja, und noch dazu hast du dann halt die ganzen Kids und so, wenn die dann auch irgendwie die Ersten aus der Generation sind. Gut, ist ein altes Filmklischee, aber gibt's halt auch häufig, die dann das erste Mal irgendwie auf eine Uni gehen, weil die Familie seit Generationen Arbeiter XY sonst wo irgendwie ist, ne, aus einem Ort, wo das große Sägewerk mal den ganzen Ort am Laufen gehalten hat und die Familie das letzte zusammengekratzt hat, um die irgendwie zur Uni zu schicken, weil die sind ja da auch nicht ganz günstig, gerade wenn du auf so einer Privatuni bist oder die sich wirklich hochgelernt haben durch Stipendien und schlag mich tot. Und du dann halt Leute hast, die, ich sag's ja, erzkonservativ, erzfundamentalistisch, christlich auch noch irgendwie in so einer Kommune aufwachsen, selbst wenn die Eltern dort als progressiv gelten. Sex mehr oder weniger verteufelt wird, dir in der Schule dann auch, ne, don't say gay Bill und so eine Sachen dann halt irgendwie kommen. Und auf eine Uni kommst, plötzlich sind haufenweise Teenies auf sich alleine gestellt, die poppen rum wie die Karnickel, weil die Hormone weil die Hormone und so halt ausrasten und die merken, Sex ist gar nicht schlimm, das macht ja sau Spaß. Ich bin dabei. Ja, also, wenn als ich 18 war, jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Kollege, du kannst auf so eine amerikanische College-Dings gehen, hier hast ein Stipendium,
Trag mich ein, Alter. Ja, ich aber weißt du, sowas von da gewesen. Ich kenne die Kategorie bei Pornhub. Wir sprechen jetzt über Goldstorm. Wir sprechen über dieses Klischee jetzt, aber wahrscheinlich betrifft das nur die dichtesten 10%. 90% der Verbindungspartys sind wahrscheinlich super lame und sexlos. Ja, wahrscheinlich. Das sind diese Freshman-Partys, die gibt's in Deutschland ja auch, ne? Diese Erstsemester-Partys. Jetzt auch außerhalb von irgendwelchen Verbindungen oder so. Diese Erstsemester-Partys sind halt immer ultra brutal und geil. Zumindest habe ich die so kennengelernt. Ich bin noch sehr viel länger auf solche Partys gegangen, auch wenn ich schon lange kein Erstsemester mehr war. Ja, ja. Weil diese Partys einfach geil sind. Ja, so, weil, ne, die völlig eskalieren. Ja, weil halt, ne, die Kids kommen von zu Hause weg zum ersten Mal. Jetzt können sie jetzt am besten noch kommen, die alle vom Land und sind in die Großstadt gezogen. Absolutes Tohuwabohu, genau. So richtig geil. Kannst dich Leuten noch als Antigone vorstellen, weil du bist halt in der Großstadt, so, ne? Ja, das ist scheißegal, Mainz, ne? Das ist einfach die scheißegal. Hure von Babylon. Ja, nenn mich die Hure von Babylon, ist mir egal, wie du mich nennst auf so einer Party, ich finde das mega geil. Und so, und das musst du jetzt dann mal potenzieren, ne? Wenn du halt eben sehr viele, oder sehr viele, aber sehr stark christlich geprägte Länder hast, wie zum Beispiel in den Staaten, Bible Belt, Texas und so weiter, ne? Und die kommen dann halt eben in diese Situation. Mhm. Ey, da kannst du ja hochrechnen, was da abgeht. Naja. Zumindest einmal, halt zu Beginn. Ja, und der Rest der Zeit heißt dann kariertes Hemd und Samenstau, wir studieren Maschinenbau. Ja. Ja. Ich hätte einen gemacht hier wie Ryan Reynolds in Party Animals, der wäre ich geworden. Ja. Ach, einer der Partys organisiert dann da, ich ja? Ich organisiere Partys und fahre mit meinem eigenen Golfkart über den Campus, ja. Studiere seit 16 Semestern. Perfekt. Finde ich großartig. Aber genau das, was du halt sagst, mit einem Kumpel von mir, der auch mit 16 Jahren lang in Staaten war, witzigerweise, der war auch nur in Tennessee halt irgendwie, ne? Mhm. Also halt wirklich, wo du lernst, wie du halt wirklich so nah wie möglich an einem Waschbär vorbeischießt, dass er sich auf die Pfoten pisst, ne? Der war auch bei einigen Hauspartys, wo es dann auch irgendwie mitten in der Nacht dann halt auch irgendwie hieß, jetzt matt diggen. Und dadurch, dass die teilweise halt Teenager da mit 16 die dicksten Autos der Welt halt irgendwie fahren dürfen, haben sie dann ihre Trucks genommen, sind mitten irgendwo in den Sumpf gefahren und haben den so lange in Schlamm eingefahren, bis der nicht mehr rausgekommen ist. Und das war dann Matt-Diggen. Dann haben sie gewartet, bis einer kam, der den abgeschleppt hat. Und dazwischen haben die gesoffen, Party gemacht und gefickt. Warte mal. USA. Was war der USA. Sinn dieser Veranstaltung? Einfach eine Hausparty. Einfach irgendwo ins Nichts fahren, wo dich offensichtlich keiner stört. Scheißegal, ob ein Alligator dich wegschnappt und dass du mal saufen und vögeln kannst, schätze ich mal. Und die haben den Wagen eingegraben, damit sie eine Ausrede hatten, dass sie da standen. Dass wir warten müssen dort, genau. Matt diggen. Man kann ja nicht einfach hinfahren, sich volllaufen lassen und wieder zurückfahren? Nee. Man muss dann noch musst du erklären, warum du mitten im Nirgendwo halt warst und mit roten Augen und besoffen und mit einer Geschlechtskrankheit wiederkommst. Oh, das ist realistischer, wenn du festgesteckt hast. Sorry, wir hatten keine Wahl, wir steckten fest, also musste ich mir 8 Liter Bier in den Kopf hauen und deine Tochter bügeln, oder was? Im Zweifel sind 90% der Kinder aus dem Vorort da so entstanden. Weil es gab nichts Gutes im Fernsehen und die Rechnung musste bezahlt die werden. Die haben so getan, als säßen sie fest, um zu ficken und zu saufen. Hm? Das ist wirklich. Nee, wir haben auf den Gasmann gewartet und in der Zeit habe ich Jesus gefunden und Mom nicht in den Arsch gefickt. So, sorry, aber das ist genau die gleiche Begründung wie Seth Rogen hier bei Zack and Miri Make a Porno mit der Flashlight, ne? Mhm. Diese Taschenmuschi, die aussieht wie eine Taschenlampe. Ja, weil wenn du damit erwischt wirst, fixst du nur deine Taschenlampe. Was ist wohl dabei? So, das ist dieselbe Begründung. Halt, wenn der Wagen feststeckt, ist es völlig okay, dass ich arschbesoffen in deiner Tochter stecke. So, ne? Also, ich dann noch. Was denkst du, was der Grund für durchgehende Rückbänke waren bei alten amerikanischen Karren, damit die da ficken können? Ja, aber warum dieser Unfall, beziehungsweise das Feststecken, das nervt mich ja so. Ich sage, nicht das raus in den Wald fahren, das verstehe ich. Lieber klare Regeln, wann zu saufen ist, so in die Kanne, Oma, so, und dann keine dummen Ausreden erfinden. Du dummer Junge, ja. Genau. Geschenkt. Fluten. Press auf. Ja, das ist schon wirklich sehr seltsam. Es ist sehr seltsam. Joe, wir sind mega gespannt auf deine Serie. Füchse mit X startet am 12. Oktober im ZDF. In der Mediathek, ja. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge läuft die Serie schon. Ich habe gerade extra nochmal geguckt. Also guckt mal in der ZDF-Mediathek rein. Du hast uns auch Stein und Bein geschworen, dass das nicht so eine spießige Rosamunde Pilcher oder Weirde der Schwarm-ZDF-Scheiße wird, sondern du hast uns geschworen, dass es cool ist, auch wenn es im ZDF läuft. Also es ist jetzt auch kein MCU oder so, aber es ist vielleicht auch besser so. Also es ist natürlich schon ein Stück weit politisch und ein bisschen, so ein ganz leichter Hauch Seitenschal ist vielleicht dabei, aber es ist halt auch ZDF, kleines Fernsehspiel. Aber ich glaube, gerade das, was wir heute so besprochen haben, das kann man sich da wirklich nochmal ganz schön anschauen. Und Es ist besser als Köln 0800 19 19 19?
Ich gehe mal ganz stark davon aus, Richard. Hört dazu in unserem Premium-Kanal. Und ich würde mich echt freuen über so ein paar Klicks, weil wenn hier die Kack- und Sach-Zuschauer einfach mal in Mediathek anklicken, ich glaube, das kommt ganz cool an, weil es keine Serie ist, wo irgendwie Millionen Zuschauer erwartet werden, aber so der ein oder andere Kack- und Sach-Hörer... Ja. Guckt rein, das passiert ja auch nicht alle Tage, dass wir einen Drehbuchautor hier bei uns im Podcast haben, der gerade eine aktuelle ZDF-Serie am Start hat. Richtig geil, dass du bei uns warst, Joe, Mann. Komm mal, einfach reingeschwitzt. Ich glaube, wir schaffen mindestens 10. So. Ja. Ja, dann ist schon doppelt so viel. Dann schon mal vielen Dank, Joe. Ja. Schön, dass du da warst, ja. Alter. Und um beim Thema zu bleiben heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Alkohol, heimlichen Sex und scharfe Bewaffnung sehen wollt, dann kommt bei unseren Live-Shows vorbei. Und wenn ihr Fred Flitzen sehen wollt. Wenn ihr mich flitzen sehen. Joe, warst du schon mal beim Kack- und Sach-Live-Auftritt? Nein, leider auch nicht. Warst du schon mal flitzen? Warst du schon mal flitzen? Ja. Ah, okay. Ich auch. Ja, Leute. Bin ich auch nicht stolz drauf. Nee, ich auch nicht, weil ich wurde für Glasscherbe gelatscht. War voll dumm. Tobi, Richard und mich seht ihr live auf der Bühne. Kack und Sach live mit unserer aktuellen Tour Brainfuck in Stuttgart, Zürich, Bremen und Leipzig und in Berlin im November diesen Jahres. Infos und Tickets auf kackundsach.de. Achtung, in Stuttgart und in Zürich ist auch das Team Kirschwässerle mit dabei. Für manche sicherlich ein Grund wegzubleiben. Für viele aber, glaube ich, ein Grund, da unbedingt hinzukommen. Normalerweise kündigen wir das nämlich nicht an. Sind die jetzt eigentlich mittlerweile ausverkauft? Nee, die haben erhöht sogar ein paar, ne? Stuttgart ist ausverkauft, Zürich ist die 20-Uhr-Show ausverkauft. Genau. Aber es gibt noch Plätze, letzte Chance, für die Show in Zürich um 15 Uhr. Für die Tagschicht. Die Tagschicht. Yeah. Ja, Mann. Muss ich echt immer noch dran denken, ich muss meinen Bademantel mitnehmen. Oh, mein geiler Bademantel Idee, und Schlappen und mit Kaffeetasse auf die Bühne gehen, weil man ist ja quasi gerade erst wach. So, und jetzt kommen wir zum Hörerfeedback. Geschenkt. Oh, wunderbar. Ja, schreibt uns euer Feedback über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Hier, Joe, kannst ja auch mal schreiben, du bist ja Schreiberling. Boah, und aber nur wenn ich dafür bezahlt werde. Geschenkt wird. Du bist halt, ja, ne? Feste Gagen. Ja. Ich bin Autor, ah ja, was schreibst du denn? Strafzettel kann man auch schreiben. Ah ja, schreib mal was. Genau, schreib mal was. Ich hasse es immer, wenn mir privat jemand sagt, ey, wir müssen noch eine Geburtstagskarte schreiben. Joe, du bist doch Autor. Super, ja. Tobi, ich hasse es. Tobi und ich haben uns mal, als wir unser altes Studio weißen mussten, weil das ganz normal übergeben werden musste wieder und wir halt da standen und wirklich so Gips Abdrücke und alles mögliche ausgebessert haben und wir uns gegenseitig immer aufgezogen haben mit, na, was ist jetzt? Bist du fertig, Picasso? Lisa S. aus München schreibt. Hallo, sehr, Lisa S. aus München. Eine sehr schöne Mail. Liebe Kackis, Kakonauten, Klugscheißer, hier lustiges Fäkalwort einfügen. Penis. Popel. Seit... Da war das Popel in Fäkalwort. Keine Ahnung, aber Popel und Penis ist eine lustige Kombination. Seit 2 Jahren höre ich euren Podcast. Mittlerweile habe ich den Freefeed und den Premium-Feed durchgehört. Ziemlich blöd, dass ich mir jetzt einen anderen Podcast zum Suchten suchen muss und euch nur noch 2x die Woche haben kann. Ja, seid schuld. Ich habe mir immer gedacht, welche Deppen zahlen denn Geld für einen Podcast? Welche Deppen schreiben Fanmails an einen Podcast? Yo, here I am. Ich habe einen kurz... Es ist ernst gemeintes Feedback. Seit 2 Jahren hasse ich euch dafür, dass ihr eine Folge Grey Aliens Anatomy genannt habt. Als neue Hörerin hatte ich mich voll gefreut und dann so das Team Kirschwässerle kennengelernt. Das Trauma hält bis heute an, trotzdem höre ich alle Folgen. Ey, ohne Witz, das wäre doch mal geil, wenn du nur mit den beiden mal wirklich eine Grey's Anatomy-Folge aufnimmst. Oh, geil, Alter. Und du musst sie dazu zwingen, das alles zu gucken. Ja, Mann. Und die finden es dann voll geil. Ja, erzählen dann so echt. Und diskutieren genauso leidenschaftlich wie über Star Trek. Wenn die immer den inneren Monolog haben, da bin ich wirklich innerlich einfach zerrissen, sagt der Andi. Nun zum eigentlichen Grund, warum ich euch schreibe, schreibt Lisa. Seit 6 Wochen weiß meine Familie, dass meine Mama an Krebs erkrankt ist und nicht mehr gesund wird. Oh.
Da ich nicht bei meiner Familie lebe, habe ich mir eine kleine Wohnung im Haus meiner Eltern eingerichtet, um länger zu Besuch bleiben zu können. Beim Zusammenschrauben der IKEA-Möbel, eingetragene Marke, habe ich den Staffelauftakt der ägyptischen Mythologie laufen lassen. Als meine Mama vorbeikam, war sie schockiert. Da ging es gerade um abgefallene Pimmel oder so. Ja, ja, passiert. Mythologie eben, ne? Popel. Heute liegt meine Mama im Krankenhaus auf der Palliativstation. Sie ist vollgedröhnt mit Schmerzmitteln und hat gefragt, Lisa, wie hieß dieser Cutpost? Joa, sie verdreht jetzt Wörter. Das heißt, meine Mama ist jetzt ebenfalls stolze Hörerin eures Suff-Podcasts, habe ihr sofort wärmstens die Herr-der-Ringe-Folgen empfohlen, weil Tobi so lustig besoffen war. Joe verschränkt gerade auch die Hände vorm Kopf. Falls ihr das jemals vorlest, ich grüße meine Mama, falls sie da noch lebt. Und wenn ihr das vorlest, sagt bitte nicht gute Besserung. Das ist das Dümmste, was Menschen in dieser Situation sagen können. Ich habe euch lieb, Lisa. Liebe Grüße an Lisa und Lisas Mama. Genau, allerliebste Grüße an Lisa und Lisas Mama. Und einfach nur, weil es so schön passend ist. Samurai Scamchi ist einfach der geilste von allen. Joe, du hast gerade die Hände vom Kopf verschränkt. Du hast die Herr-der-Ringe-Folge aktuell gerade nochmal neu gehört, ne? Ja, vor ein paar Wochen. Ich muss noch so ein paar Folgen nachholen aus der Zeit, bevor ich euch aktiv gehört habe. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tobi vor allem, muss ich sagen. Alter Vater, ey. Zieht euch das rein, Mann. ZDF-Drehbuchautoren hören sich dieses besoffene Stück Scheiße Tobi in der Herr-der-Ringe-Folge mehrfach an. Ey, wir haben, eigentlich ist das echt doof, dass Joe Hörer bei uns ist, weil wir haben so oft auch irgendwelche Filmideen einfach so rausgeschissen als Gedankenexperiment. Und der irgendwann eins davon verdient das Geld damit. Ich hab da so eine Wörterteil, das sind nur so Richard-Ideen. Alter, ey, wenn du hier alle enden mit und dann kommt ein riesiger Komet auf her. Wenn du Geld verdienst mit irgendwelchen Ideen aus unserem Podcast, kommen wir zu dir nach Hause und papsten dir die Bude voll, Alter. Also wir machen irgendwann den Kack- und Sach-Film, oder? Ja, unbedingt. Ja, genau. Bei Instagram ist schon einige Male gefordert. Die Geschichte von drei Typen, die ihre Jobs scheiße fanden und aus Rache für die Gesellschaft einen Podcast gegründet haben. Nein, produziert von uns. Ach so, produziert von uns. Genau, ja. Inszeniert, geschnitten. Naja, ey, das muss schon. Ja. Ey, muss ja nicht unsere Geschichte sein. Will Ferrell fragen, ob er Fred spielt? Ja, unbedingt. David Hasselhoff. Da hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, ne? Steven Seagal ist Farb. Das wird mega geil. Jack Black spielt mehr. Bei unser 30.000 Euro Goal bei Steady ist ja momentan unser Musical Enomine Party, vor dem ich jetzt schon Angst habe. Danach kommt dann das 40.000 Euro Goal, der Kack- und Sachfilm. So, und unseren ZDF-Drehbuchautoren Joe. Außerdem haben wir gesagt, unser 40.000 Euro Goal, das ist ja noch nicht offiziell hier, sollte ja eigentlich was anderes sein, und aber sag dir nicht, dass wir einen Film ankündigen, Alter. Fred verspricht Dinge, jetzt nee, auch mal. Ey, sorry, das machen wir bei 100.000. Und ich bin auch nicht nur ZDF-Autor, um das mal gesagt zu haben. Richtig, du warst nämlich auch mal bei Köln 50667. Höre dazu im Premium-Kanal unsere Folge Shady Business. Also Netflix, falls ihr das hier hört, nicht nur ZDF. Was hast du bei Netflix nochmal gemacht? Terra X. Habe ich noch gar nichts gemacht, aber die können sich gerne melden. So. Also. Dann habe ich noch eine Zuschrift von Mike. Er ist Polizist und reagiert auf die Brooklyn Nine-Nine-Folge und hat da noch was zu addieren. Er schreibt, hallo Klaus, Dieter und Bärbel. Hallo. Guten Tag. Daher habe ich natürlich den letzten Teil, also weil er Polizist ist, mit dem Kollegen gespannt angehört. Hat er sehr gut gemacht und kam sympathisch rüber. Zwei Sachen, welche ich noch etwas ausführen möchte. Es gibt den Streifendienst. Da sind die uniformierten Kollegen, welche für den, in Anführungszeichen, ersten Angriff zuständig sind. Sie fahren raus und prüfen den Sachverhalt vor Ort. Sollte es etwas Einfaches sein, Sachbeschädigung, einfacher Diebstahl etc., dann nehmen diese es selbst auf. Bei schweren Straftaten, Raub, Mord, kommt der KDD, die Einheit, in welcher Christoph war. Wofür steht KDD? Irgendwas mit Kriminaldauerdienst. Kriminaldauerdienst. Ne? So tatsächlich eine ganz gute deutsche Serie auch. Echt? Kriminaldauerdienst, ja. Ein paar Jahre alt schon, aber ja. Und Deutsche, ihre größte Stärke sind ihre Titel. Mike schreibt weiter. KDD. Der Kriminaldauerdienst ist auf eine Nacheilung. Ja, ich wollte gerade sagen, Folge 1, Nacheilung Deluxe. Gusuchraber. Mike schreibt weiter, nach den ersten Maßnahmen vor Ort wird der Sache Nacheilung Deluxe. Oh
Gott, ich bin schon besoffen, Alter. Okay, ruhig. Ganz ruhig jetzt. KDD, ist das dumm, ey. Sag mal, machst du mit? Für Luftrach. Letzte Folge in Nacheilung. Der Titel ist wichtig. So. Gott, ey, Alter. Ey, ganz ehrlich, lass doch mal überlegen, ob wir so, sollten wir doch mal so eine Reloaded-Tour machen, ob wir dann das, weißt du, Brainfuck die Nacheilung nennen. Immer, wir nennen den Kack- und Sachfilm, der heißt Nacheilung. Ja, Durchfall. Wir brauchen nur noch einen Plot. Aber Durchfall, Nacheilung 2. Also durchgefallen. Können, ja, oder so die neue Tour halt irgendwie nennen. Nacheilung. Kack- und Sach mit ihrer neuen Show Nacheilung. Und das ist einfach geil, wir drei, ja, auf dem Bot. So, so Mike schreibt geil weiter. So, Konzentration jetzt. Urknall, die Nacheilung Part 1. Nach den ersten Maßnahmen vor Ort wird der Sachverhalt bei einfachen Straftaten an den Kriminaldienst, das sind die Ermittler im Revier, oder an die Kriminalpolizei abgegeben. Diese versuchen dann, den Täter zu ermitteln. So, Mike schreibt, weshalb die Kripo in Zivil ist. Diese fahren nachträglich zu Tatorten, sprechen mit Zeugen und so weiter. Da kann es nachteilig sein, wenn ein Streifenwagen und ein uniformierter Beamter vor Ort sind. Grüße, Mike. PS, ich bin im Bereich Cybercrime, im Beamtendeutsch Internetkriminalität. PS2, ich musste den Text mehrfach umarbeiten. Als Beamter schreibt man immer extreme Schachtelsätze, Facepalm. Ja, da heißt es aber auch PPS und nicht PS2. Richtig, Mike, schon verkackt. Du hast uns auch keine E-Mail, sondern eine E-Post gesendet. Richtig. Ey, caramba. Hier, Joe, wäre das nicht für dich eine Serie so im Cybercrime-Milieu? Ich hasse Krimis, ohne Scheiß. Danke. Das ist auch ein super krasses Handicap als Drehbuchautor in Deutschland. Ja, das glaube ich. Damit bist du in der deutschen Filmbranche im Prinzip schwerstbehindert. Ja, exakt. Nee, ich bin echt kein Crime-Fan und ich bin bisher drumherum gekommen und da bin ich sehr froh. Also. Ach komm, schreib Rosenheim-Cops. Das ist das Schöne an Krimi-Geschichten ist, die sind leicht. Es ist wirklich leicht, eine Kriminalgeschichte zu schreiben. Ja. Es ist schwer, eine gute Kriminalgeschichte zu schreiben, aber es ist sehr, sehr leicht, eine schlechte Kriminalgeschichte zu schreiben. Ja, na klar. Und es reicht meistens. Dann tun wir uns mal zusammen, Tobi. Ja, machen wir das. Schreiben wir den nächsten Tatort, oder? Nee, wir schreiben zusammen eine ganze Staffel, wie heißt das hier? Kriminaldauerdienst? Nee. Notruf Hafengatte. Wir mischen den Laden richtig auf, dann wird der Laden wieder geil. Vor allem auch, was ist auch das schon wieder? Was ist das für ein Wort? Notruf Hafenkante. Kann man nicht einfach sagen, weiß ich nicht, SOS Wasser oder so? Da gibt's halt noch eine Nacheilung, Alter. Also, wir kommen jetzt zu das den. Das ist einfach so dämlich, ey. Deutsche Titel, Mann, Alter. Scheiße, Alter. Viel dümmer für die Großstadt hier, als würde es nur eins geben. Podcast-Rezensionen. Oder hier, ja, Soko. Sonderkommission. Ne? Ja, cool. Gebt uns eure Podcast-Rezensionen. Wenn es keine spannenden neuen Rezensionen gibt, lese ich mittlerweile ja auch gerne aus anderen Bereichen vor. Zum Beispiel bei Spotify kann man ja auch Podcasts. Ja, nee. Fest und Flauschig gefällt mir echt gut. Nee, ey. Seit einer Weile kann man ja bei Spotify in der App unter unsere Folgen auch kommentieren. Und da hat unter die Brooklyn Nine-Nine-Folge Jan geschrieben. Dazu nochmal ein Kommentar, weil es immer wieder kommt, sowohl bei Spotify als auch via Mail. Nein, wir können nicht darauf antworten, auf diese Kommentare. Es gibt keine Antwortfunktion auf die Kommentare. Da bin ich jetzt schon einige Male nachgefragt worden. Also wenn ihr uns da schreibt, tut es bitte gerne. Und nein, wir können nicht antworten darauf. Oh, und einmal noch für die Leute, die Podcast Addict benutzen in der, nee, warte mal, ist das, doch, Podcast Addict in der Schweiz und in Österreich verwenden, das geht irgendwie, wir müssen das Land umstellen, um diese Rezensionen zu sehen. Und ich glaube, Österreich ist es, oder, nee, ja, ich glaube, Österreich ist es, da ist sehr wenig in den letzten Monaten wirklich gekommen. Ja. Also, liebe Österreicher, schreibt uns gerne. Ja, Mann. Ja, und bei Spotify kommentiert unter unsere Brooklyn Nine-Folge Jan und schreibt, ich gebe mir Kack und Sach in Dauerschleife und gucke Anime, One Piece, aber die Zeit, wer hat die schon? Geile Folgegrüße aus Krefeld, Hashtag der Kufa-Auftritt war episch. Geil, vielen Dank, fand ich auch. Hä? Kufa, Kulturfabrik. Ach so. In Krefeld. Stimmt. Das war hier, voll geil. Karneval, ja. Guckt er One Piece und hört gleichzeitig Kack und Sach, das wäre echt verstörend, Mann. Ja, ich habe mir eine Zeit lang auch mittlerweile auch abgewöhnt, während ich Filme gucke, The Dark Knight zu gucken. Okay.
Und bei Apple Podcasts hat uns Kaki rezensiert. Ja, der Kaki hat uns rezensiert bei Apple Podcasts. Nice. Und der schreibt, Zitat, schreibt, super Podcast, ich liebe euren Podcast, denn er ist sehr lustig und sehr gut. Ja, macht weiter so. Mama. Alles klar, Chef. Wunderbar. Wenn das Logo spricht, haben die Protagonisten zu schweigen. Genau. Joe, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass du viele Stunden mit uns im Studio warst. Es war mir eine große Freude. Prost. Ja, Prost. Ja. Dankeschön. Wir wünschen dir viel Erfolg mit deiner Serie Füchse und du hast uns ja auch schon heimlich angeteased, dass ein weiteres Projekt von dir in der Pipeline ist. Joe Hofer, wir hoffen noch viel von dir zu hören. Das hoffe ich auch. Soko KDD von Joe. Soko KDD, wo die Soko das KDD, die KDD aufs Korn nimmt? Und wenn alles schief geht, dann mache ich halt Krimi. So. Ja. Ja, die alle. Ja. Ja. Die Interne. Das ist dann einfach nur eine Serie über die interne Ermittlung. Seid ihr besoffen? So, bisschen. Ich habe tatsächlich eine Drittel Flasche Wein drin, also nein. Wenn ich besoffen bin, habe ich immer das Gefühl, alle anderen sind ultra besoffen. Obwohl sie es gar nicht sind. Also auch wenn ich mit nüchternen Leuten unterwegs bin. Guck mal, mein Bier ist noch zu. Ach krass. Ja gut, Neues von uns kommt jeden Montag, das wisst ihr. Alberne Videos von uns und bescheuerten Scheiß von uns seht ihr bei Social Media, Facebook, Insta. Jetzt haben wir so oft gesagt, YouTube, eigentlich, TikTok. Tobi, wollen wir scheiße sein? Weil jetzt hat er es so oft gesagt und halt auch irgendwie kurz gespielt. Eigentlich müssen wir als Promo für die Folge Fred Flitzen schicken. Ja, das und wenn es so bei uns hier hinten ist und du mit Keyframes und so Tracking Points unser Logo vor sein schwingendes Gedänge die ganze Zeit. Das machen wir jetzt auch gleich. Ja, komm zu unseren Auftritten. Es ist dunkel draußen. Infos und Tickets auf kackundsach.de. Ja, und ich löse jetzt auch schon meine Gürtelschnalle. Oh, ihr hört schon die Melodie am Ende der Folge, wenn langsam die Folge zu Ende geht. Oh, Fred! Mehr von uns hört ihr im Kack und Sach Premium Kanal. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss! Freddy, das ist widerlich. Kommt alle mit, wir schwitzen durch Bommel. Fred the Tank, Fred the Tank, Fred the Tank. Tobi hat KFC noch auf.